Der SWTOR Cantina Talk mit Profanor und mir, dem Heidoril, wird euch präsentiert von swtorcantina.de. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der jetzt schon 30. Ausgabe des Cantina Talks. Hallo. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen, wirklich sonnigen Sonntag. Und ja, Cantina Talk Folge 30. Wir sind jetzt schon 30 Wochen dabei, immer sonntags für euch aufzunehmen, damit ihr montags bzw. ja jetzt sonntags immer was Schönes zu hören habt. So ist es. Die Zeit vergeht, ne? Ja, richtig. Also das ist jetzt schon 30 Wochen. Ist nicht schlecht, habe ich mir vorhin gedacht, ne? Na, über ein halbes Jahr jetzt schon. Richtig, das Jahr wird dann auch bald voll. Naja, okay, in einem halben Jahr in dem Kleinen, ne? Ja, mal gucken, wie es dann ist, ne? Was wir dann weiter so berichten können. Das Addon steht vor der Tür. Wir haben noch, lass mich kurz gucken, 8 Tage, 19 Stunden und 32 Minuten. Und ja. Sagen wir mal, rechnen wir nochmal 5 Stunden drauf. Ne? Also, ja, ich glaube sogar noch mehr. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Timer, der geht bis zu dem Tag, wo Release ist. Okay. Und ja, gut, dann musst du wahrscheinlich noch ein paar 12, 13, 14, 15 Stunden draufrechnen. Eigentlich. Ja. Okay, aber gut, was soll's. Das ist der Release. Der Release-Tag ist es. Richtig. Richtig. Gut. Ja, schön. Und dann wollen wir heute auch mal wieder mit unserer üblichen Prozedur einsteigen. Was hast du denn letzte Woche Spannendes getan? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mir eben auch überlegt, kurz bevor wir angefangen haben. Ja. Das habe ich letzte Woche gemacht. Ich habe meinen Hexer gelevelt. Ich habe ja letzte Woche, glaube ich, angesprochen, dass ich mir noch einen Hexer und einen Marodeur eigentlich hochspielen wollte. Den Hexer habe ich jetzt tatsächlich noch auf 55 gebracht die Woche. Der war ja erst Level 8 oder so, als wir letzte Woche den Podcast gemacht haben. Da sieht man mal wieder dran, wie unglaublich schnell das geht. Ja, damit habe ich jetzt 10 Charaktere auf Max-Level und ich glaube, jetzt reicht es auch langsam. Na, Nase voll, ne? Also, ja, also bis zum Add-on möchte ich eigentlich nichts mehr vom Leveln sehen, ehrlich gesagt. Ja. Und von daher wird es jetzt wohl auch so bleiben. Ich habe 2 Chars quasi doppelt, also die Klasse doppelt, einmal auf Imp-Seite, einmal auf Rep-Seite dann. Der Kommando und Söldner und Hexer und Gelehrter. Ja. Das heißt, das sind perfekte Kandidaten, falls ich mal nach dem Add-on-Release irgendwie den Server transen möchte. Aber da warte ich erstmal ab, wie sich die Spielerzahlen bei uns entwickeln. So sieht's aus. Ja. Und ich denke, mit dem Addon wird da auf jeden Fall was gehen. Ich weiß nicht, du hast es ja sicherlich auch bemerkt, es ist ja im Moment totale Tote Hose. Tote Hose, also wirklich. Man kriegt keine Rated PvP-Invites mehr. Raids zusammenzubasteln dauert Stunde. Eine Stunde ist Minimum, wirklich, bis du einen Raid zusammen hast. Und man muss auch wirklich Glück haben, dass man überhaupt voll wird. Ja, man hat ja teilweise nur 40, 50 Leute auf der Flotte im Moment. Ja, richtig. Das ist wirklich arg wenig. Aber richtig. Gut, ich habe es dir auch schon gesagt, unter der Woche, es ist klar, dass die Motivation ist, irgendwie raiden zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, was mir jetzt nicht im Speziellen irgendwas fürs Addon bringt, dass die relativ gering ist, jetzt 8 Tage vorher. Der, der einzige Grund, warum ich es jetzt noch mache, ich war jetzt die Woche 2 Raids, Schreckensfestung, Schreckenspalast, ist einfach Equip nochmal für meinen Twink, den ich jetzt auch die Woche hochgespielt habe oder gar noch dabei bin. Ich habe zwar schon meinen Schurken auf 55, habe aber noch meinen Sabo auf Imp-Seite, der ja schon länger auf 38 rumdümpelte, schon ein paar Monate. Den habe ich jetzt, da habe ich jetzt meine Klassenquest nachgezogen die Woche. Und der ist jetzt auf 43, der wird jetzt noch hochgespielt und der soll halt auch noch ein bisschen Equip kriegen fürs Add-on, damit ich besser eben ins Add-on starten kann. Das ist auch der einzige Grund, ansonsten würde ich auch nur noch PvP spielen oder sowas. Ja, so mache ich das auch. Ich habe jetzt meinen Hexer 55 gebracht, habe dann nochmal auf all meinen Chars so ein bisschen die einfachen Elite und Ultimaten zusammengekratzt. Der kommt jetzt so knapp an die 30.000 HP. Das langt schon. Hat aber auch noch kein einziges Trinket an. Das heißt, also kein Relikt. Deshalb mache ich mit dem auch noch ein bisschen PvP im Moment. Ja. Einmal um die Klasse natürlich im PvP als DD kennenzulernen. Ich habe ja Gelehrten schon als Heiler gespielt. Da hat ja auch volles PvP gegeben. War ja mein erster PvP-Char. Das ist ja kein Ding. Aber DD habe ich da noch nie gespielt. Ja. Und eigentlich nur um die 1400 Kriegsgebiet-Auszeichnung zu sammeln für die beiden Trinkets oder Relikte heißen sie ja hier. Warum sage ich immer Trinkets? Furchtbar. Ja, man ist es gewöhnt, einfach Trinkets, weiß glaube ich auch jeder, was mit anzufangen. Ja. Und das habe ich noch vor, beziehungsweise habe ich angefangen die Woche gestern die Dailies gemacht, die beiden, mache ich heute auch nochmal, dann habe ich die Weekly auf fertig und dann sollte ich das schon fast haben und ich denke, dann hat man so ein gewisses Level, mit dem man gut ins Add-on starten kann. Also es war ja jetzt so durch das 12-fache EP-Event, dass man auf Markup ja über
überhaupt kein Gear brauchte, durch den GSI-Satellitenbuff. Und ja, dadurch bin ich 55 geworden und stand dann auf der Flotte mit, weiß ich nicht, 14.000, 15.000 HP. Ja. Und ich glaube, damit kann man nicht so wirklich ins Add-on starten. Ja, eher weniger, eher weniger. Das stelle ich mir richtig schwer vor. Du kannst es ja versuchen, aber, ne? Ob von Erfolg gekrönt ist, ich glaube nicht. Mit Sicherheit nicht, nein. Nein. Genau. Ja, und mehr habe ich auch eigentlich, glaube ich, gar nicht großartig gemacht. Ich war, wie gesagt, auch einmal die Schreckensfestung dabei. Ja. Auch nur, um die Marken mitzunehmen. Wobei, wir waren auch noch, waren wir nicht auch noch A&V die Woche oder war es letzte Woche? Ja, das war, ich glaube, nach dem Podcast am Montag oder so waren wir noch A&V. Das ist gut möglich. Aber das ging auch sehr fix durch. Also da hatten wir nur Da habe ich den Drachenschild bekommen, das genau. Fällt mir nämlich gerade ein. Richtig, mhm. Da hatten wir nur ein paar unangenehm nervige Artgenossen dabei, aber trotzdem haben sie gut gespielt. Einfach so ein paar Klugscheißer. Ja gut, das hast du ja öfters, ne? Ja, richtig. Das ist ja nichts Neues. Richtig. Gut, und ansonsten, lass mich nochmal kurz nachdenken. Nö, ich glaube, mehr habe ich nicht gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Nein, das war es auch, wie gesagt, die zwei Raids, den Twink ein bisschen gespielt. Ja, und mit dem Schurken PvP gemacht, habe mit dir ja zusammen geheilt. Das hat auch wirklich mal Spaß gemacht mit mehreren Heilern. Und das ist ja wirklich der absolute Hammer im PvP. Die kriegen einen ja nicht tot, ne? Werden teilweise auch drei oder vier Schurken. Ja, drei Schurken war das Maximum. Das eine Mal waren wir zwei Schurken und noch ein Gelehrtenheiler. Ja, haben wir auch gewonnen, die Runde. War halt Voids da, ne? Man kriegt uns nicht tot. Ja, wobei man da auch wiederum gesehen hat, ich glaube, die eine Runde, wo wir so viel Heiler hatten, ich weiß gar nicht, was das war, was Bürgerkrieg oder so, da ja, haben wir aber mächtig verloren. Das war Bürgerkrieg, richtig, weil die haben uns nicht tot gekriegt. Ja, richtig, die haben uns nicht tot bekommen, aber wir sie auch nicht. Und richtig, und die hatten das Glück, eben schneller einzunehmen, haben dann die zwei Geschütze gehalten und das war's, ne? Ja, ja. Naja, gut, was soll's. Ja. Ja, aber Rated PvP bin ich immer noch bei meinen 6 Spielen. Ich habe diese Woche gar keins hinbekommen. Ich muss unbedingt noch 4 machen. Das kriegen wir wohl hin. Sage ich zwar jede Woche, dass wir es hinkriegen, aber... Ja, ich muss mich mal hier abends hinsetzen. Wirklich mal um 8 oder um 9, wenn dort High Life ist im Rated und dann nochmal diese 4 Spiele richtig, machen. Richtig. Damit ich das nicht verpasse. Denn die nette Trophäe und es gibt ja auch noch einen Titel, glaube ich. Ja, den T3-Titel. Würde ich schon gerne mitnehmen, ja. Richtig. Genau. Kriegen wir hin. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch mal direkt durch. Natürlich. In die Themen der Woche. Und das Erste, was es die Woche Neues gab, war, dass es neue Äußerungen zu der Markenkonvertierung gab. Jawohl. Und da haben wir ja schon mal bereits drüber gesprochen. Da hat sich auch nicht allzu viel geändert. Nur es gibt eine ganz wichtige Zusatzinformation, die auch so ein bisschen das relativiert, was ich damals in dem entsprechenden Podcast gesagt habe. Mhm. Ich fange trotzdem nochmal von vorne an. Für alle, die es nicht wissen, alle einfachen, klassischen, Planeten, Elite und ultimativen Auszeichnungen, also im Endeffekt alle Auszeichnungen, die es im Moment gibt im Spiel, werden mit Patch 3.0, also 2. Dezember, wenn die Server live gehen, in einfache Auszeichnungen umgewandelt. Planetenauszeichnungen und klassische Auszeichnungen werden dabei auch aus dem Spiel entfernt. Die sind dann einfach weg. Ja. Und die Umwandlungsrate von den einzelnen Marken kann dabei sowohl oberhalb als auch unterhalb von 1:1 liegen. Vermutlich werden ultimative Marken mehr als 1:1 haben, ne? Und klassische Planetenauszeichnungen vermutlich weniger als 1:1. Das ist gut möglich, klar. Das einfache Auszeichnungslimit wird wohl bei 1000 belassen. Das heißt, wie es im Moment auch schon ist. Das heißt, da kommt man natürlich in die Gefahr, das zu cappen mit Patch 3.0, beziehungsweise auch über das Cap zu kommen. Es gab jetzt gestern oder vorgestern im offiziellen Forum nochmal ein Statement dazu, weil das auch einer gefragt hat. Das wird so sein, wie als Patch 2.0 live ging mit den Planetenauszeichnungen. Da wird es quasi so eine Toleranzzone geben. Vermutlich wird man bis zu 2000 Stück haben dürfen. Okay. Aber natürlich nur, wenn diese Umwandlung passiert, danach dann nicht mehr. Ja, okay, das ist ja klar. Wie Patch 2.0, wenn man da mehr von diesen Planetenauszeichnungen hatte, dann hatte man halt 140 von 100 stehen in seinem Fenster oder sowas. Ne? So wird das dann halt dort entsprechend auch sein. Finde ich vernünftig für das Erste. Das finde ich in Ordnung, dass sie das so handhaben wollen. Genau, trotzdem sollte man natürlich darauf achten, dass das... dass man vielleicht vorher noch ein paar Marken ausgibt. Ich werde das vermutlich noch mit meinen klassischen Auszeichnungen machen. Da habe ich noch 800 oder 900 Stück von rumliegen. Oh, jawohl. Muss ich mal gucken. Entweder hole ich mir noch ein bisschen... Dingens hier ausrüsten für einen Gefährten oder sowas. Ich wollte es gerade sagen. Entweder Gefährten oder ich gucke, ob das Gear irgendwie vom Style her so ist, dass ich mir sage, da lege ich mir noch ein paar von auf die Bank, falls ich mal irgendwann so ein bisschen mein Erscheinungsbild ändern möchte. Oder ich kaufe mir halt einfach immer die Brust und verkaufe sie und mache daraus noch ein bisschen Credits. Aber das alte Hexaset ist nicht hässlich.
Das stimmt, das Ja. stimmt. Das sind alles Möglichkeiten. Wobei ich ja für einen Hexer zwei verschiedene Sets immer noch auf der Bank liegen habe, wo ich noch Ja. am Überlegen bin, welches ich denn jetzt fürs Addon nehme. Einmal das, was es ja im Kartellmarkt gab neulich mit diesem Kopf, der so ein bisschen hirnmäßig aussieht. Ja, Ne? richtig. Und anderes hatte ich mir auch nochmal irgendwann im GTN gekauft. Aber von daher bin ich da relativ gut aufgestellt. Aber die verschwinden ja auch nicht. Ne? Die klassischen Auszeichnungen verschwinden ja, aber die Händler nicht. Nee, nee. Und von daher kann man die ja dann vermutlich danach weiter noch kaufen. Ja. Ja, klassische Planetenauszeichnungen werden aus dem Spiel entfernt, hatte ich gesagt. Kriegsgebiet und Ranglistenauszeichnungen bleiben in der Art und Weise erhalten, wie sie gerade sind. Das heißt, wenn ihr 2000 Kriegsgebietauszeichnungen habt und das Addon kommt raus, dann habt ihr immer noch 2000 Kriegsgebietauszeichnungen, könnt ihr halt entsprechend auch gleich schon benutzen. Deshalb macht das natürlich auch Sinn, das zu cappen vom Addon, Ja. wenn man da Lust und Laune drauf hat. Ich glaube, im vorletzten Podcast, als wir darüber mal gesprochen haben, gesagt, man kann das natürlich umgehen, das Cap, indem man sich diese Dinge kauft, die erst nach 2 Stunden gebunden werden und dann halt wieder rechtzeitig verkauft, beziehungsweise einfach ausloggt und wartet. Das Ganze wird nicht mehr funktionieren, haben sie extra noch gesagt, haben dabei geschrieben, wichtige Informationen. Alle Gegenstände, die man kauft, die halt erst nach einer gewissen Zeit gebunden werden, werden mit Live-Gehen von Patch 3.0 sofort gebunden. Jawohl. Sprich, das macht keinen Sinn. Ihr könnt nicht das Cap überschreiten, sondern halt nur ich weiß gar nicht, wie viel gibt es, 2750 oder so Kriegsgebietauszeichnungen und Ja, halt noch irgendwie die sowas. Ranglistenauszeichnungen, wie auch immer, wie viele. Ein bisschen mehr, glaube ich sogar, Ja, oder? ich glaube auch, weil die Teile auch teurer sind. Ja. Genau, also wie gesagt, da könnt ihr ans Cap gehen und mehr ist dann dort leider nicht drin. Das reicht ja auch, sonst wäre es ja auch ein bisschen overpowered. Du kommst 60 und kannst dir das komplette Gear holen, ne? Das wäre ja doof. Das ist wohl wahr. Gut, was hatten wir noch? Am Dienstag direkt ist die neue Waffenlieferung eingetroffen, der Cherka CZX-Waffen. Wir haben ja bereits letzte Woche über die Blasterpistolen und Sturmkanone, genau, Ja, richtig. berichtet. In dieser Woche ist dann das Blastergewehr und das Scharfschützengewehr hinzugekommen. Kosten 500 Kartellmünzen wieder pro Stück. Vermächtnisfreischaltungen sind auch wieder 250 Kartellmünzen. Die alten Dinger können weiterhin im Kartellmarkt gekauft werden. Das heißt, nächsten Dienstag wird ja dann vermutlich noch das normale Lichtschwert und das Doppellichtschwert kommen. Da bin ich sehr gespannt Ich drauf, weil auch. coole Lichtschwerter kann ich immer gebrauchen. Ja. Und Ja, ja, mein dann. Katar-Kriegsstab wird mir auch langsam zu langweilig. Irgendwas Schniekes wäre mal nicht schlecht. Ja, vor allem für meine. Ich habe ja irgendwie. Gut, auf meinen Juggernaut habe ich das Vigilance-Schwert. Ja. Ja, gut, und ansonsten auf den anderen, jetzt vor allem auch auf dem Hexer, den ich neu hochgespielt habe, ist halt so ein Standard-Lichtschwert. Oder auch auf meinem Asa, den ich noch habe, ist auch Standard-Doppellichtschwert. Von daher bin ich da mal gespannt, was da kommt. Ja. Also wenn das vom Aussehen her, beziehungsweise vom Style her, so ein bisschen in die Richtung von den Greave-Waffen geht, dann wäre ich da schon sehr glücklich drüber und dann würde ich mir sowas wahrscheinlich auch kaufen. Ja, Denn die richtig. Gree-Waffen da, die Lichtschwerter, die sind auch immer noch ziemlich cool. Und da warte ich ja auch immer noch darauf, dass Gree mal wieder zurückkehrt, dass ich mir die endlich mal leisten kann. Ja, ich finde nur, muss ich Und. sagen, das Blastergewehr, das finde ich irgendwie ein bisschen übermäßig groß für ein Blastergewehr. Bisher hatten wir es ja Ja, immer das so, stimmt. dass die wesentlich kleiner sind als ein Scharfschützengewehr. Und das sieht irgendwie mega aus, einfach. Ja gut, das Scharfschützengewehr ist auf jeden Fall auch länger. Du Ja. guckst wahrscheinlich gerade auf unserer Seite. Das ist Ja. perspektivisch natürlich ein bisschen anders, weil ich Ja, beim natürlich, sehe ich unteren schon. Bild das ein bisschen mehr zur Aber Kamera trotzdem gedreht ist es habe. auch einfach breit. Es ist extrem breit. Ja, wobei ich Blastergewehr, die ne? Effekte da drinnen ganz cool finde, dieses Gedrehe, also Ja, vom Style her ist das es habe ich ja ganz, gesehen. ganz cool. Wir hatten einen Kommentar darauf die Woche, dass der Sound wohl nicht so toll sein sollte. Das kann ich leider nicht beurteilen, weil ich mir so eine Waffe nicht gekauft habe. Ja, Und naja, gut. das muss ich jetzt sagen, ist mir eigentlich auch relativ egal, wie sich die Waffe anhört, wenn ich im Raid bin. Dann höre ich das eh nicht. Da geht's sowieso peng, puff, puff und kriege Ja davon gut, nichts das ist mit, ne? natürlich irgendwie wieder, kommt auf die Präferenz an, ne? Natürlich. Wie viel Wert man darauf legt. Ich finde auch zum Beispiel, das habe ich auch direkt gesagt, als ich mir diese große Sturmkanone neulich für mein Kommando gekauft habe, die es da im Kartellmarkt gab, die mit dieses Satellitenschüssel-Ding. Satellitenschüssel, ja. Genau, die fand ich auch vom Sound ziemlich cool. Jetzt einen dumpfen Sound, habe ich auch gleich Ja. gesagt. Also Sound spielt schon eine gewisse Rolle, ne? Aber bei mir auch nicht so die größte. Ja. Gut. Richtig. Was haben wir noch? Ach ja, ganz wichtig, es wurde bekannt gegeben, eine Voraussetzung für die Mini-Klassen-Quest. Es wird ja mit dem Add-on Shadow of Revan eine Fortsetzung der Klassenquest geben, allerdings nur in einer Minimalversion. Das heißt, für jede Klasse wird es eine einzige Quest geben. Wie der Umfang davon ist, wie groß die ist, das ist alles noch unbekannt. Es wird aber so sein, dass man, um die Quest überhaupt zu bekommen, um die überhaupt annehmen zu können, muss man den dritten Akt der Klassenstory beendet haben.
Ist natürlich auch irgendwie sinnvoll, weil die soll ja darauf aufbauen, auf das, was im dritten Akt passiert, da muss man das natürlich vorher gemacht haben. Es ist aber nicht notwendig, dass man die macht, um in der Story vom Addon voranzuschreiten. Ja, also Das wenn man. heißt, wenn es einem nicht interessiert, die Ja, Klassenquest, dann richtig. könnt ihr es auch lassen. Wenn man ein Ich hab's, extremer Story-Muffel ist, ne? wie du zum Also, Beispiel, ja. nein, naja, okay, so extrem bin ich nun auch nicht. Also, ich möchte schon mit den Klassen, mit denen ich den dritten Akt auch abgeschlossen habe, es sind ja einige, möchte ich die Story schon gerne erleben. Nun muss ich dann gucken, ob ich später, wenn ich die ganzen anderen Klassen hochspiele, ich meine, es sind ja jetzt auch 9 Stück oder sowas, durch diese 12, durch diesen 12-fachen EP-Schub, ob ich dann noch Lust habe, die Klassenquest komplett nachzuziehen bei allen und sie dann noch auf 60 zu spielen. Das Ja, ist wobei eine, so es eine Frage, kommt, ne? es kommt hier immer bei mir drauf an. Ich habe das ja auch, das Problem. Ich mache das natürlich nicht bei Klassen, die ich schon mal gespielt habe. Also jetzt zum Beispiel mein Hexer, die Attentäter-Storyline habe ich ja, also ist ja dieselbe, klar. Also Ja, natürlich. Inquisitor-Storyline habe ich durch meinen Attentäter schon mal komplett durchgespielt. Ist mir beim Hexer jetzt nicht so wichtig. Also von daher, da sage ich mir, okay, ich bin 55, Klassenquest hängt jetzt irgendwo auf Level 47, auf was, denke ich. Ist mir jetzt wurscht, ganz ehrlich, Ja, weil ich kenne sie halt schon. natürlich. Anders sieht es jetzt aber aus, zum Beispiel bei meinem Frontkämpfer, den ich noch habe, und bei meinem Schurke. Schurken. Genau, das sind die Ja. beiden, wo mir noch die Klassenquest fehlt. Die werde ich auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Die sind auch noch so auf 47, 48, die Klassenquest. Das dauert ja jetzt auch nicht mehr lange. Hast Das ja ist eine Woche noch Voss. Zeit, ne? Eben, das ist Voss durchmachen und Corellia und dann ist fertig. Also weiß ich nicht, pro Char vielleicht 1, 2 Stunden. Ja. Dann ist man damit durch, dann weiß man, wie die Klassenstory endet und dann kann man das Ganze auch im Add-on machen, weil ich möchte natürlich schon für alle 8 Klassen, die ich mir ja nun auch extra alle hochgespielt habe, um von jedem mal die Story zu sehen. Ja, da möchte ich natürlich auch sehen, wie die weitergeht. Und von daher sollte man das dann tun, wenn man das gerne sehen möchte. Ja, wie gesagt, bei mir, das ist dann, muss ich erstmal abwarten, wie es dann später wird, ne? Ob ich dann sage, ich will's oder ich will's nicht. Das sind, wie gesagt, da sind wir einfach ganz unterschiedlich. Aber das ist halt immer so, ja. Ja, ich bin ja eher also ich mache ja auch gerne die anderen Ja. Dinge. Ich spiele auch sehr gerne Endgame. Ich habe ja auch schon Ja. überlegt, ob ich, wie man das früher so auch gemacht hat, ob ich 25 Quests stacke, also fertig mache und Ja. dann abgebe, wenn Patch 3.0 live geht. Da muss ich aber erstmal überlegen, ob man da überhaupt 25 Stück findet. Also ich meine, man kann Stärker, Oricon Oricon, machen, schwarzes Loch. Cherka sind 4, ne, mit Weekly 5. Ja, Ja, und die. Schwarzes Loch ist wieder die Frage, ob das so viel bringt, weil das Stufe 50 Quests sind. Aber es gibt Ja. natürlich auch immens viele Dailies noch auf Markup zum Beispiel. Ja, aber ach, ich weiß nicht, das finde ich einfach, das habe ich einmal. Einmal habe ich es bei WoW gemacht und da hat mir, keine Ahnung, ein Viertel Level gebracht und das finde ich einfach witzlos. Weil einfach eine Quest damals dann. Eine der neuen Quests damals, keine Ahnung, auch einen 8. Level oder irgendwas gebracht. Also auch ziemlich viel, ne? Und Ja gut, man das. muss natürlich überlegen, inwiefern jetzt die Anzahl der EP, die man zum Level braucht, ansteigen wird. Ja. Weil es ist ja auf jeden Fall so gewesen, dass zwischen Stufe 50 und 51, da ist ja schon eine ganze Ecke dazugekommen. Das sieht man ja jetzt auch, wenn man irgendwie die Klassenquests macht. Die bringen ja dann Ja, immer am Ende irgendwie richtig. so 200.000, 300.000 EP. Marke Und auf wenn man dann, einmal 600.000. ja, 500, 600.000, genau, hatte ich auch im Richtig. Sinn. Gut, das bringt dann auf Markup auch sofort ein Level, ne? Ja, Klar, weil man natürlich. dann mit 47 schon hingeht. Aber ich glaube, so ab 50 ist es ein bisschen mehr. Ich habe es mir aber nicht angeguckt. Ich wollte es eigentlich machen, als ich den Hexer hochgespielt habe, habe ich Ich ganz kann es ja jetzt vergessen. die Tage nochmal verifizieren. Ich habe ja noch Ja. meinen Sabo vor mir und dann mache ich einfach mal Screenshots, genau wie es aussieht. Ab 50 genau und dann sehen wir das ja. Ja, gut, andererseits ist es natürlich so, Ja. es ist ja jetzt auch nicht so ein großes, es ist ja auch kein Wettrennen irgendwie, Nein, ne? Also Quatsch. ich muss nicht unbedingt der sein, der als erster einen Stufe 60er Char hat. Och, das Das werden wir interessiert sowieso mich nicht auch sein. gar Da wird nicht. einer nach ein paar Stunden fertig sein und dann ist der Rang sowieso vergeben. Es gibt ja auch da keine Erfolge oder ähnliches Nee. für. Also habe ich ja nichts von. Ich glaube, bei WoW gab es bei den Addons immer sowas, ne? Erster, so erste Ja, Klasse oder erster richtig. allgemein und sowas ploppte dann, glaube ich, weltweit sogar auf. Also Ja, weltweit richtig. in der Spielwelt. Gibt's hier nicht und andererseits will ich die Story ja sowieso sehen, von daher ist der Titel eh schon weg, denn der das machen möchte, der skippt natürlich alles. Natürlich. Und von daher Ist es Wurst? ist wurscht. Ich mache das nur, wenn Nee. ich sonst nichts zu tun habe am Montag oder sowas, bevor die Server down gehen und ich mir dann überlege, was machst du jetzt, dann kann ich nochmal die Dailies machen oder so und dann gebe ich die halt Ja. am Dienstag ab. Und dann ist auch gut. Richtig.
Ja, wo wir gerade so ein bisschen dabei waren mit Stufe 50, 51, 55 und so weiter und so fort. Nächste Woche haben wir ja natürlich noch einen Podcast, bevor das Add-on live geht. Auch wieder am Wochenende, also Samstag oder Sonntag. Das ist ja mittlerweile frei, wann das kommt. Je nachdem, wann es uns besser passt. Da wollen wir mal so ein bisschen resümieren und uns so ein bisschen Bilanz ziehen bezüglich Rise of the Hutt Cartel. Da geht ja dann das Add-on zu Ende und ja, einerseits möchten wir mal ein bisschen zurückblicken, mal so ein bisschen chronologisch aufarbeiten, wie ist das Add-on verlaufen, was ist passiert, ne, was kam mit Patch 2.1, was mit 2.2 und so weiter und so fort, natürlich ein bisschen oberflächlich, aber auch mal so ein bisschen drüber reden, natürlich auch über die lange Content-Flaute zwischen 2.4 und jetzt dem Add-on und so weiter und so fort. Und da würden wir ganz gerne auch mal eure Meinung zu hören. Das heißt, wenn ihr da unterschreiben würdet in den Kommentaren, da wären wir sehr froh drüber. Wenn ihr keine Lust habt, irgendwelche Romane zu schreiben, dann könnt ihr auch gerne ganz einfach an einer Umfrage teilnehmen, die wir nochmal auf die Seite schalten werden. Wie genau die aussehen wird, ist uns noch nicht so ganz klar. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall werden wir das in den nächsten ein, zwei Tagen dann auf die Seite bringen. Weiß ich nicht, man kann natürlich irgendwie sagen, wir raten das Add-on in Schulnoten, aber gut, das ist natürlich von der Aussage nicht so sonderlich groß. Nein. Vielleicht suchen wir uns auch irgendwie eine spezifische Frage, worüber wir ein bisschen länger diskutieren wollen nächste Woche. Ja, das seht ihr dann. Wie gesagt, in den nächsten ein, zwei Tagen wird dann da irgendwas diesbezüglich auf der Seite erscheinen. Die Leute, die eben auch den 50er Endcontent gespielt haben, die können natürlich auch sehr gerne, wenn sie viel schreiben möchten, einen Vergleich der beiden anstellen und uns den mitteilen. Dann haben wir natürlich auch nochmal ordentlich Diskussionsstoff, über den wir nächste Woche reden können, ne? Das wäre auch interessant, ja. Das stimmt. Vor Ja. allem, wenn man mal wieder so ein bisschen überlegt, dass es da ja auch so eine Art Content-Flaute gab, wobei da gab es die Content-Flaute viel früher, das war das Problem. Ja, richtig, wo dann eben extrem viele abgesprungen sind, ne? Genau, die gab es nämlich im Prinzip schon direkt nach dem Release, weil die Entwickler ja angeblich, so hört man es immer, davon ausging, dass die Leute erstmal irgendwie ein paar Monate damit beschäftigt sind, sich die ganzen Klassenquests anzugucken. Da haben sie aber natürlich wiederum nicht mit Leuten gerechnet wie dir, denen das dann nicht so wichtig ist, die dann erstmal den Endgame-Content sehen wollen. Ja gut, und was war dann? Wir haben es ja schon oft erwähnt, wir haben damals Progress geradet, ja, keine Ahnung, ein, zwei Wochen waren wir durch. Mit Richtig. allem Kram, was es so gab, eine ewige Kammer-Nightmare durch, Karagas Dingens, Karagas Palast-Nightmare Palast, durch. ja. Ja gut, und dann, Hat es ja, erstmal gedauert. dann hat es erstmal gedauert, bis Denova kam, ne? Und von daher kann man da natürlich interessante Parallelen ziehen. Wobei man natürlich dort nur zwei Raids hatte, die man irgendwie gehen konnte. Jetzt bei der Content-Flaute hatte man natürlich immerhin Schreckensfestung, Schreckenspalast, Toboros Hof. Gut, ja gut. Inwiefern das jetzt ein großartiger Raid ist, kann man sich drüber streiten. Ja, A also und V. eigentlich wurde es so ein bisschen zu einem Zustand, ne? Also das ist, viele Leute sehen es dann im HC als zu leicht an, haben keine Ahnung, wie das Ganze dort läuft. Hatten wir auch vor ein paar Wochen das Paradebeispiel, ne? Das Mit den stimmt. Leuten. Erinnerst du dich auch, denke ich? Hatten wir ja auch erzählt im Podcast, Ja, ja. richtig, richtig. Also ich weiß nicht, solche Raids finde ich ja eigentlich ganz interessant. Kann man auch ganz nett mal mit WoW wieder ein paar Parallelen ziehen. Da gab es ja auch. Und Instanz wurde nur ein Boss erst hattest, dann zwei Bosse, dann drei Bosse oder sowas, was so mit jedem Content-Patch so ein kleiner Zusatzboss dazu kam. Vielleicht erinnerst du dich. Was ist Drachenkram? Nee, das war so eine, irgendeine Kammer hieß das auch. Ah, Archavons, ja, ne, oder irgendwie ich sowas. entsinne mich, Ne? ja, richtig. Archavons Kammer oder so hieß das. Sowas finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn sie das auch so ein bisschen in der Richtung aufbauen würden, so ein Mini-Boss nochmal mit jedem Content-Patch reinzubringen, fände ich auch gar nicht so schlecht, Ich ne? habe auch, nicht so richtig verstanden, weshalb man Toboros Hof nicht in den, in die Rotation von der vom Gruppenfinder Weiß ich auch reinbaut. nicht. Natürlich nicht mit 30 Marken, das wäre Nein. vollkommen übertrieben. Aber dann hätte man ja zum Beispiel sagen können, auch nicht 3 Tage lang, sondern man hätte gesagt, okay, einen Tag die Woche machen wir Toboros Hof Und es gibt und 10 Ultis oder so. genau, 10 Ultis, 5 Ultis, keine Ahnung, 7, Ja. 8, irgendwie sowas, ne? Ja, Ja, richtig. das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, denke ich. Aber Richtig. gut, so ist es jetzt so ein bisschen ausgeschoben. Da hätte ich mir auch nochmal irgendwie Nightmare-Modus, hätte da vielleicht auch nochmal Mit Sicherheit wäre der gar als nicht so so schlecht gewesen. Mini-Content-Update, um Ja. irgendwie die Zeit zwischen 2.4 und jetzt zu überbrücken, weil das kann ja nicht so schwierig sein, sich da mal so ein Nightmare zu überlegen. Ich meine, was macht man? Da macht man doch mal alles ein bisschen schwerer, es lässt mehr Adds spawnen, macht weniger Mehr Isotopkanister, Schaden. mehr Schaden, geringerer Enrage-Timer oder vielleicht noch Du irgendeine Zusatz-Ability. kannst jetzt zum Beispiel auf die Isotopkanister nicht precasten, kannst sie schon mal ein bisschen kaputt hauen, sondern musst es wirklich machen. Du kannst sie nicht ziehen, die Kanister und sowas. Das wäre natürlich wirklich richtig Hard Mode, ne? Ja, stimmt, Also, das wäre interessant gewesen.
Richtig, richtig. Aber lass vielleicht solche ganzen Diskussionen verschieben auf nächste Woche, damit wir das Natürlich, nicht sehr gerne. heute alles verpulvern. Heute ist unser Podcast ja auch nicht so super lang. Das liegt daran, dass es halt auch nicht großartig viele News gab. Der größte Teil wird heute wieder die Klassenbesprechung sein vom Natürlich. Krieger und Ritter, beziehungsweise die Review, die ich dazu geschrieben habe. Vielleicht noch eine Geschichte, bevor wir dann zur Klassenbesprechung kommen, ist im Stream die Woche, also in dieser Klassenvorstellung, wurden auch die PvP-Items gezeigt. Also Ja, die es für die die Belohnung, Season ne? 3, genau, die PvP-Belohnung für Season 3. Und die sind ziemlich cool. Allerdings. Wir haben gesehen Lichtschwerter, das Scharfschützengewehr, wir haben den Lichtschwertkristall gesehen, den es geben wird von der Farbgebung her. Das ist so ein, ich habe jetzt ehrlich gesagt die Farbe vergessen, das ist so ein Orange-Gelb, glaube ich, war es. Ja, Und richtig. es Und so sieht's. was Türkises auch Nee, noch. das war ein Türkise. normaler, das war ein normaler Lichtschwertkristall. Das Es war war ein normal, aber anderer, ne, ich glaube weiß ich. gar nicht. Gibt es den? Den habe ich so selten gesehen. Bisher finde ich nämlich ganz schön. Ich meine, es gab Ne? nur eine neue Farbe. Ja, okay, weiß ich nicht. Aber trotzdem, den anderen, diesen Türkisen, den finde ich sehr schön. Ist er auch. Ich habe mir auch ehrlich gesagt keine Ne? Gedanken darüber gemacht, wo es ihn gibt. Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass im Stream gesagt haben, wir haben hier in der Main Hand den neuen und in der Off Hand haben wir halt irgendeinen anderen reingebastelt und dann Okay. habe ich schon abgeschaltet. Aber du hast recht, der sieht ziemlich cool aus. Würde ich auch Ja. nehmen. Müsste ich mal im Aha gucken, ob der vielleicht noch irgendwo zu finden ist. Genau. Und Blasterpistolen gab es noch und die Sturmkanone. Das heißt, was noch fehlt, ist das Blastergewehr und das Doppellichtschwert. Die wollen zu uns im nächsten Stream zeigen, angeblich. Das Doppellichtschwert haben sie aber auch schon gesagt, kann man sich einfach vorstellen wie das normale Lichtschwert. Ja, einfach doppelt genommen. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche. Ja. Sieht aber ziemlich cool aus. Die ganzen PvP-Waffen haben so ein bisschen Feueranimationen, ne? Ja. Am Lauf, beziehungsweise am Schaft des Lichtschwertes. Und gefallen mir sehr, sehr gut. Und wo er vorhin beim Thema Geräusche war, also die Schussgeräusche, ich habe mir das natürlich auch angehört, aber was heißt natürlich, ich habe mir mal den Stream auch angeschaut. Und da fand ich die Geräusche auch wieder sehr gut. Das waren nicht so 0815, die waren auch ziemlich gut, fand ich. Ja, ich glaube, da haben sie auch selber zugesagt. Ja, da haben die Sounddesigner eine gute Arbeit gemacht oder Ja, irgendwie sowas im ja, Stream, ne? Also, ja. das ist mir auch aufgefallen. Die hörten sich sehr gut an. Ja. Genau, zusätzlich haben wir noch zwei neue Rüstungen gesehen: eine republikanische und eine imperiale Rüstung. Findet ihr auch in der Review. Imperiale sehr schwarz gehalten und die Maske finde ich etwas strange. Ja, weiß ich, die macht mich irgendwie, die verstehe ich nicht so, die Maske. Nee, schimmert so ein bisschen komplett die Rüstung. Sieht man auf den Screenshots natürlich schlecht, aber man kann die sich natürlich auch anders einfärben. Man kann natürlich auch den Helm ausblenden, wenn man den nicht so mag. Ja. Wir kriegen das Ding eh nicht, also von Nee. daher kann es uns egal sein. Aber die Rep-Rüstung, die hat wesentlich, sieht wesentlich cooler aus. Ja, finde ich Die auch. mag Hat ich auf jeden total Fall gerne. hat schon mal eine Kapuze, das hat die Ja. imperiale Rüstung auch nicht. Hat auch so ein bisschen oben dieses, ja, wieder dieses Feuer aufgefasst in der Rüstung Ja. quasi, um die Schultern herum sieht man das so ein bisschen. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich auch Ja. nehmen. So detailliert mit dem Feuer hab ich das auch noch nie bei einer Rüstung gesehen, dass dann so die einzelnen Flammen zu sehen sind, ne? Ja, wir haben ja eh festgestellt, dass sie irgendwie designmäßig jetzt mit dem Addon ziemlich Gas Ja, geben, ne? das sehen wir auch gleich an den Skills wieder sehr gut. Da haben sie auch wieder ordentliche Arbeit geleistet. Hm, so ist es. Ne? Und Auch der Kampfreiter, den haben sie ja auch gezeigt, ne? Das ist auch ein absolut cooles Teil und ich habe mich ja weggeschmissen, als er gesprungen ist, ne? das sieht gut aus, ne? Das war der absolute Hammer. Wing! Ich meine, das sieht man Wing! ja jetzt auch schon manchmal auf der Flotte, wenn jemand den Ja. Kampfschreiter hat aus dem Kartellpaket, aber den gibt es natürlich nur sehr, 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 Ja. sehr selten. Den anderen Kampfschreiter sieht man ja nur auf eroberten Planeten. Und wenn die springen, das sieht schon ziemlich cool aus. Aber dieser Kampfschreiter hier, der PvP-Kampfschreiter, auch wieder Flammen natürlich, einmal so als ja, Aufkleber auf der Haube, sage ich mal, und dann Ja. noch so zwei Auspuffrohre links und rechts, wo auch noch Flammen rauskommen, kontinuierlich. Das sah auch cool aus. Das spielt irgendwie in einer ganz anderen Liga als dieser normale Kampfschreiter, den es im Moment gibt. Viel, viel cooler. Und da werden sich natürlich vor allem die Leute, die Rated PvP machen und auch in diesem Bereich Rated PvP spielen, also in diesem hohen Bereich, werden sich da natürlich wieder freuen, dass es ja ein Item ist oder mehrere Items gibt ja jetzt mit der Rüstung, mit den Waffen und vor allem auch diesen Kampfschreiter, die so ein bisschen aus der Menge herausstechen. Das war ja Richtig. vor allem in Season 2 die Kritik. Denn dort gab es ja hauptsächlich Sachen für die Festung
Und da gab es einen großen Aufschrei, weil viele PvP-Spieler mit der Festung nicht allzu viel anfangen konnten, dass sie da Richtig. halt nichts großartig Tolles bekommen haben. Da gab es auch keinen Mount, ne? Das Mount war ja Season 1, glaube ich, der Rancor. Und Ja, richtig, genau. da denke ich, könnten die PvP-Spieler diese Saison relativ zufrieden sein. Also ich wäre es zumindest, wenn ich Natürlich, irgendwie in ich dem weiß auch, Bereich, man kann in dem richtig schön was Bereich wäre. präsentieren damit, ne? Also das wäre schon cool gewesen, aber okay, müssen wir uns vielleicht im nächsten Content einfach mal ein bisschen mehr anstrengen, früher mit PvP beginnen, Genau. ne? Dann sollte das auch mal klappen. Das hatte ich auch vor. Ja, zusätzlich gibt es Ja. ja noch nette Titel. Und da gibt es, meine ich, ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, schau du mal. Ja, genau. Habe ich doch richtig gesehen. Der SWTOR-Miner hat da mal ein bisschen rumgemeint und hat auch rausgefunden, wie die Titel heißen. Ich habe es jetzt leider nicht übersetzt und vermutlich werden sie übersetzt auch ein bisschen anders heißen. Deshalb versuche ich mich da jetzt gar nicht an der Übersetzung. Ach, das hat man, vielleicht noch eine andere Sache, bevor wir zur Klassenbesprechung kommen. Das hat man wieder wunderbar gesehen, dass die Übersetzung ins Deutsche von jemandem gemacht wird, der nicht unbedingt die Klassen kennt. Ja. Weil dort hast du wieder so viele merkwürdige Fehler gefunden, teilweise auch Skills, die im Deutschen gar nicht so heißen, sondern einfach eins zu eins übersetzt wurden aus dem Englischen. Und im Deutschen aber ja nicht diese eins zu eins Übersetzung haben, sondern ein bisschen andere. Das war ja bei dem Hexer beispielsweise, hatten wir es ja letzte Woche gesehen in dem Blog. Was hatten sie da zu unbegrenzte Macht gesagt? Ja, irgendwas anderes. Irgendwas anderes stand auf jeden Fall in dem Blog drin und es das heißt einfach unbegrenzte Macht. Das kann man nicht anders sagen. Auf keinen Fall. So ist es halt in den Filmen, ne? Und wenn es eine Ja. Anspielung auf die Filme ist, dann muss es auch so sein. Richtig, richtig. Das können sie jetzt nicht anders nennen. Ansonsten wird rumgebieft. Das denke ich auch. So kommen wir zu den Titeln. Ja. T3, das heißt für alle, die so schlecht sind wie wir Ja. und mindestens 10 Spiele gemacht haben, also ich falle da ja noch nicht mal drunter, das muss ich nochmal machen, bekommt man den Titel Just a Little Furious. Ja. Ne? Weil es ist ja Furious Mount und so weiter, Furious Walker heißt er ja auch, also Ja. das ist ja alles mit Furious, diese Saison, die Waffen heißen noch alle irgendwas mit Furious in dem Namen. Und ja, Just a Little Furious. Hört sich ganz niedlich an Ja. eigentlich, finde ich. Ja. Der T2-Titel ist The Furious. Okay. Ganz spannend ist, dass der SWTOR-Miner schreibt, dass es diesen Titel, The Furious, schon gibt, wenn man Golden Fury on Hard Mode killt. Und Golden Fury ist, glaube ich, Turbo Rosshof, ne? Ja, oh, wie heißt der denn nochmal? Ja, Goldwood, ja, Gold Ja. Fury passt, genau. Müsste Golden Fury sein. Das heißt, angeblich gibt es diesen The Furious-Titel schon im Spiel und bleibt natürlich zu warten oder ja, zu gucken, ob dann es wirklich The Furious sein wird. Wenn es die Titel schon gibt, macht es ja keinen Ja, Sinn. okay, wenn der SWTOR-Miner wieder zugeschlagen hat, werden die Entwickler es mit Sicherheit auch mitkriegen. Und ich glaube nicht, dass sie dann das The Furious nehmen werden. Kann Würde ich mir auf nicht jeden Fall, vorstellen. wäre auf jeden Fall nicht so sinnvoll. Nee, nein, nein. Weil Hard Mode Turbo Rosshof hat irgendwie jeder und dann ist das ja kein Korrekt. Alleinstellungsmerkmal mehr. Ja. Zumal T2 jetzt auch nicht so ganz einfach ist. Nein, nein. T1 ist Fantastically Furious. Ja, das ist cool. Und dann gibt es ja noch die 96 besten Spieler. Das heißt immer die zwei oder Ja. drei, drei glaube ich, ne? Drei der Vertiefungsklassen, die besten drei Spieler, bekommen den Titel Famously Furious. Ja, cool. Würde ich alles Ne? nehmen. Wissen Kein wir Thema. das auch nochmal. Habe ich jetzt Ja. keine eigene News zugeschrieben. Ist natürlich alles so ein bisschen, muss nicht zutreffen so. Steht auf jeden Fall jetzt so in den Dateien. Bis nächste Woche so einen Titel abzuändern, ist glaube ich kein großes Problem. Es wird ja nur ein String sein, den man irgendwie Das ist abändert. richtig. Und von daher ist das jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig sicher, aber da hat man schon mal so einen Einblick, wie das wahrscheinlich sein wird. Ja. Gut, dann wäre ich jetzt eigentlich mit dem normalen Teil des Podcasts, also dem Teil ohne der Klassenbesprechung, durch. Ja, ich auch. Gut, dann möchte ich hier noch einmal aufrufen, wenn ihr Lust dazu habt, dann kommentiert uns ganz gerne, auch vor allem bezüglich des Themas, was wir nächste Woche ansprechen wollen, also den Rückblick auf Rise of the Hard Cartel, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, muss auch nicht lang sein, also es reichen uns da so ein paar Denkanstöße, so ein paar Themen, worüber wir sprechen wollen und wenn nicht, dann doch gerne auch bei der Umfrage mitmachen, als ein Klick werde ich auf jeden Fall noch eine News zu schreiben, dann findet ihr das in der Mitte ansonsten, wie bei der letzten Umfrage, die wir ja auch schon mal gemacht hatten, in der Sidebar auf der rechten Seite. Richtig. Und an alle, die jetzt ausschalten werden, weil
die eben kein Interesse am Wächter, Marodeur bzw. Hüter Juggernaut haben. Guckt trotzdem nochmal auf die Seite, da sind die Animationen. Falls ihr nochmal Lust habt, einen hochzuspielen jetzt in der Woche, dann seht ihr, was euch dort erwartet. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch gerne den Klassenteil gleich anhören. Genau, so ist es. Und Also an ja. alle, die ausschalten, wir hören uns nächste Woche wieder und Richtig, ansonsten so sieht's machen wir aus. jetzt hier gleich weiter. Ja, dann macht's gut an den Rest, der jetzt ausschaltet, und bis gleich an den Rest. Beziehungsweise bis jetzt. Dann kommen wir jetzt zu der Klassenbesprechung des Marodeurs bzw. Wächters und Juggernauts bzw. Hüter für Ja. Patch 3.0, also fürs Add-on. Der Stream dazu, der offizielle, der war am Freitag, ne? Genau, Ja, ja. Freitagabend, 23 Uhr deutscher Zeit, also wieder relativ spät bei uns, ging auch, glaube ich, bis kurz vor 1 Uhr, 1 Stunde 50 oder sowas, war er, glaube ich, lang. Ja, der war recht lang wieder, ja. Dauert natürlich 1,50, auch ja. immer ein bisschen, ne? Die zeigen ja immer alle Skills, alle Abilities, alle Talente, also wirklich alles, was es so gibt. Und erzählen auch wirklich zu jedem was, also wirklich lesen alles in Ruhe vor, versuchen dann nochmal ein bisschen zu erklären, Ja gut, was da aus hat. man hat ja auch entsprechend den zuständigen Menschen für die Richtig. Klassen dort sitzen und der kann dann natürlich viel zu erzählen zu den Richtig. Intentionen, warum wird das so gemacht, warum wird es nicht so gemacht Ja. und so weiter und so fort. Also wenn euch das im genauen Detail interessiert, dann guckt euch doch gerne nochmal den Mitschnitt an. Müsst ihr natürlich so ein bisschen des Englischen mächtig sein. Die sprechen aber auch beide ein relativ klares, ein gutes Ja. Englisch, nicht zu schnell, also es ist Es ist auch in Ordnung auf jeden Fall. relativ gut verständlich. Also ich hatte keine Schwierigkeiten dabei. Und ja, wir wollen das nicht ganz so detailliert machen. Wir machen es so wie immer. Wir besprechen die wichtigsten Änderungen, gucken uns nochmal die Skills an, die Animationen der Skills. Das findet ihr auch wieder bei uns auf der Seite svtalkantina.de unter der Review zum Livestream vom 21. müsste das, glaube ich, gewesen sein. Moment Nachgucken. mal. 22. ist die Review. Ja, gut, weil ich die nachts geschrieben habe, aber Ja. um Ja. 2 oder 2:30 habe ich wieder dann geschrieben. GIFs machen ist schwierig, beziehungsweise GIFs machen ist nicht schwierig, aber dann immer dahin zu scrollen, wo, ja, beziehungsweise das Problem ist eigentlich folgendes: Er zeigt ja immer die Skills, ganz Richtig. schön, alle, aber er dreht dabei kontinuierlich die Kamera. Boah, das hat mich Und aber auch genervt, das ne? macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie oft ich hier auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, halt doch mal die verdammte Kamera still, weil er immer in Ja. dem Moment, wo der Skill trifft, die Kamera gedreht hat und da kann ich natürlich keine GIF draus machen, weil ich dann irgendwie die GIF, keine Ahnung, 5 Kilometer breit haben muss, damit ich noch das Ziel und den Spieler an sich drauf Ja, habe. aber ich glaube, aber er versucht einfach damit immer möglichst das vernünftig zu zeigen, ne? Einmal von hinten und dann so ein bisschen von der Seite noch. Ja, Hat er von immer hinten, von wieder der Seite, von versucht. vorne, aber dann soll er es doch so machen, dass er einmal von hinten macht, dann macht er Ja. zwei Schläge, dann dreht er zur Seite, dann macht er zwei Schläge und dann nach vorne dann Richtig. zwei Schläge und nicht immer einmal. Aber gut, Ich das hört meine, er eh nicht, also. die haben sich ja auch den Cooldown rausgenommen bei jeglichen Fähigkeiten. Also den Ja. hat er 10.000 Mal hintereinander draufgeschossen, die Fähigkeit. Also das hätte er ruhig mal machen können, ne? Also das wäre, glaube ich, ein bisschen sinniger gewesen. Zumindest für mich, der hier die GIFs Na, daraus nicht. erstellt, ansonsten Ja, richtig. ist es Ja. ja relativ egal. Naja gut, er hört es Richtig. eh nicht, also von daher brauchen wir uns da auch gar nicht drüber aufregen. Richtig. Aber ich wollte nochmal allgemein was zum Stream ganz kurz sagen, was ich Ja. ganz lustig fand. Sie haben ja recht viel mit Selbstironie um sich geworfen, wenn es ums Thema Bugs ging. Ne? Das Dann stimmt, ja. sagt er in dem einen Moment Bug found und ich sitze hier und schmeiße mich ultra weg. Ja, Sie wissen ja selbst, denke ich mal, dass viele Bugs immer mal zu finden sind. Ne? Und Wobei ist es ja natürlich. gar kein Bug war in dem Nein, Moment, ne? in dem Sondern Moment war es kein Bug. Da hat halt er einfach einfach nur vergessen, seine vergessen, Stance seine anzumachen, Stance ne? anzumachen. Ja. Korrekt, richtig. Aber Hat er dann haben sie auch, umgeskillt. genau, dann haben sie im Stream ja aber auch noch die Klasse kaputt gemacht, weil sie Ja. auch vom Marodeur auf Dagger? Juggernaut umgeskillt haben, genau, und der Juggernaut kann natürlich nur ein Lichtschwert tragen, hatten aber beim Umskillen noch zwei Lichtschwerter angelegt. Ja gut, und dann hatten sie es kaputt gemacht und haben sie das Lichtschwert nicht mehr rausbekommen. Dann musste er wieder zurückskillen auf Marodeur, um dann das Lichtschwert abzulegen, um dann wieder auf Juggernaut umzuskillen. Natürlich alles über Death-Befehle, das geht ja normalerweise nicht. Ja, Das richtig. war schon ganz unterhaltsam. Ja, und sie Gut. waren zwei Leute auf der Flotte. Zwei Leute. Das ist Ja. aber auch in den letzten Streams immer so gewesen. Also irgendwer steht da immer noch mit rum. Ja, er Man hat auch weiß, was gesagt, das ist. irgendwer war da noch mit, hat er auch gesagt. Ich habe es nur nicht ganz genau verstanden, habe es auch nicht mehr so im Kopf. Ja, Aber ist genau. ja auch relativ Wurst. Ich denke mal, wir sollten jetzt mal mit unseren Klassen anfangen. So machen wir Was das. hältst du davon? Finde Hältst du viel ich von, ne? gut, ja. Gut. Wir beginnen heute auch mit dem Wächter bzw. Marodeur. Wir werden heute mal das Ganze ein bisschen von der Republikseite aus betrachten, weil wir beide eben den Wächter spielen. Und ja, ich hatte mal einen Marodeur auf Stufe 20, du hast einen auf Stufe, keine Ahnung, 8 oder so.
Ja, Und zwei, glaube ich. da fehlt uns eben ein bisschen das Know-how zu den Fähigkeiten dort. Der Juggernaut, da können wir ein bisschen von beiden Seiten natürlich erzählen. Also, ich habe meinen Hüter. Hast du auch einen Hüter? Nee, ne? Nee. Nee, aber ich habe einen Hüter und ich habe einen Juggernaut. Den Hüter Ja. spiele ich als Tank, den Juggernaut spiele ich als DD. Von daher kann man da ein bisschen die beiden Seiten abdecken. Ich habe meinen Juggernaut-Tank, also von daher kriegen wir das Richtig. hin. Ja, wie gesagt, wir beginnen mit dem Wächter und da haben wir eine allgemeine Änderung schon mal, die ich eigentlich auch ganz gut finde. Riposte wird für den Wächter bzw. Marodeur entfernt. Habe ich eigentlich auch für ein bisschen schwachsinnig gehalten die ganze Zeit. Und die haben auch eben gesagt, es ist eben bisher immer nur so gewesen, dass man einen minimalen Schadensburst zukriegt, weil das Ganze eben außerhalb des Global Cooldowns lief. Also man konnte einen Schlag machen und Riposte direkt dazu, war halt im PvP ein kleiner zusätzlicher Schlag. Ja, im PvE hat man es ja fast nie benutzen Nee, können, weil dafür muss ja der Gegner wie richtig. was, du musst parieren Parieren. oder irgendwie sowas, ne? Ja, Oder ja, ja. ausweichen. Irgendwie Keine sowas, ja. Ahnung, wie Richtig. benutzt. Richtig. Das Ganze wird jetzt Juggernaut exklusiv. Aber die Fähigkeit wird beim Juggernaut auch noch etwas verändert, aber da kommen wir dann später zu. Genau. Dann wurde eben der hemmende Wurf aus dem Spiel entfernt. Das war der Wurf, der eben die erhaltene Heilung des Ziels um 20% verringert. Das Ganze wird jetzt eben bei Beinhieb hinzugefügt. Beinhieb ist das, was eben den Gegner verlangsamt. Und jetzt verlangsamt es eben nicht nur, sondern macht eben auch noch den Heal-Debuff mit drauf. Ja, macht Sinn, ne? Bitte? Macht Sinn, braucht man nicht zwei verschiedene Skills auf den Gegner wirken. Definitiv, Ich glaube, definitiv. sie haben aber dadurch auch noch ein bisschen, weil jetzt Beinhieb zwei Effekte aufs Ziel bringt, den Schaden von Beinhieb ein bisschen reduziert. Ja. Aber ich glaube, da ging es ja eh nicht darum, Schaden damit zu Nein, machen. Also nein, von das sind ja daher. wirklich nur nützliche Effekte, um den Gegner ein bisschen zu schwächen und nicht um dick Schaden draufzubringen. Ne? Genau. Dann haben wir neben diesen Änderungen eben noch ein paar neue passive Fähigkeiten allgemein. Einmal Fokushieb ist eben das Hieb, Sturmhieb, Erledigen, Klingenwirbel, gnadenloser Hieb, fokussierter Schnitt und sowas. Erstatten eben. Nochmal zusätzlich einen Fokus bei Anwendung und verbrauchen nicht nur Fokus, was natürlich auch nochmal wieder ganz nett ist. Ne? Gilt natürlich für den Marodeur auch, für die ganzen Hauptfähigkeiten dann Richtig, entsprechend. richtig. Außerdem haben wir eben auch wieder einen Buff für den Raid. Das Eiferschlag, ich weiß gar nicht, welcher war denn der Eiferschlag? Ich bin gerade. Das ist eine gute Frage. Ja, okay, ist ja auch egal. Eiferschlag, die Leute, wir können ja dann auch nochmal nachgucken. Bringt ihm einen Debuff auf den Gegner, wodurch er 5% mehr Nahkampfschaden erleidet. Natürlich Das ist auch gut. wieder eine super Sache, ne? 5% mehr Nahkampfschaden ist nicht wenig. Das andere, das haben wir noch Tapferkeit, das ist auch nochmal ein passives Talent, was eben die erzeugte Zentrierung um 2 erhöht bei Fähigkeiten, bei Aktivierung von Fähigkeiten, die Fokus verbrauchen. Und diese Abklingzeit von tapferer Ruf wird in 30 Sekunden reduziert. Tapferer Ruf ist dieser Ruf, um sich direkt 30 Zentrierungs- beziehungsweise, wie heißt das beim Maro, Wutstapel oder irgendwie sowas zu besorgen, wodurch man dann eben Blutdurst und sowas ziehen kann. Dann wird Kauterisieren aus dem Ziel, aus dem Spiel entfernt, also allgemein entfernt. Das bekommt man jetzt nur noch, wenn man eben die Watchman, die Wachmann-Disziplin skillt. Genau, es wird halt aus der Baseline entfernt und Richtig, ist jetzt richtig. exklusiv für die Watchman-Skillung. Richtig. Wachmann. Es war ja eben auch so, weil es bei den anderen hat es eben einen relativ minimalen Effekt gehabt. Es hat ein bisschen Schaden, Bonusschaden gebracht, aber das wird jetzt eben durch andere Skills ausgeglichen. Bei Wachmann werden jetzt eben einige Sachen neu hinzugefügt. Wie gesagt, Kauterisieren ist jetzt Wachmann exklusiv. Und wir haben einen komplett neuen Skill, der heißt Macht aufschlitzen beim Marodeur, beziehungsweise Macht Schmelze beim Wachmann. Ist eben Genau. ein komplett neuer Dot. Wir werden auch insgesamt uns im Add-on mit 3 Dots beim Marodeur, beziehungsweise Wächter der Wachmannskillung, Vernichtungskillung herumschlagen dürfen. Mir ist jetzt, muss ich ehrlich sagen, im Stream gar nicht so aufgefallen, ob sie irgendwas zu der Koordinierung der Dots gesagt haben. Denn es wurde gesagt, man muss zusehen, dass man diese Dots wirklich gut koordiniert, weil sie alle eine verschiedene Abklingzeit haben und eine verschiedene Laufzeit. Gnadenloser Hieb, der existiert ja jetzt auch schon, muss eben auch noch wieder in die Rotation mit eingebaut werden. Ja, also es wird wirklich wieder eine
extreme Dot-Skillung. Das war ja schon mal ein bisschen extremer, dann haben sie es abgeändert, aber jetzt wird es eben wieder vollkommen dazu. Finde ich auch gar nicht so schlecht, ne? Ich fand die eigentlich bisher auch ganz interessant. Ich habe die auch Aber jetzt sehr war gerne ich auch ein gespielt, bisschen, die Dotskillung. ne? Ja. Richtig. Aber zu der Koordinierung habe ich auch nichts mitbekommen, Hast du nein. auch nichts mitbekommen? Ja, okay. Dann müssen wir halt drauf warten, ob das kommt. Eventuell war es ja auch nur so eine allgemeine Phrase von wegen, ihr müsst darauf achten, dass eure Dots aktiv bleiben. Richtig. Ich hab mir, als ich das im Deutschen zumindest, ich habe es ehrlich gesagt im englischen Original nicht gelesen, den Entwicklerblog. Ich weiß nicht, ob es da anders vielleicht drin steht, ob das wieder so eine Übersetzungsgeschichte ist. Aber ich habe es ja halt beim ersten Mal durchlesen so verstanden, dass es irgendwie noch ein Talent, einen Effekt gibt, was irgendwas bringt, wenn alle drei Dots auf dem Ziel sind oder sowas. Aber Ja. da hab ich nichts gesehen. Nee. Mach, mein Gott. Ist ja auch nicht so wichtig. Dann war das auch schon das Ganze mit der Wachmannskillung. Dort lastig. Okay, wunderbar. Wir kommen zum Kampf. Da soll es natürlich wieder ein bisschen mehr darum gehen, direkten Schaden zu machen. Wir haben einen neuen Skill, der Klingensturm ersetzen wird. Heißt Kollisionsschub bzw. vernichtende Explosion bei Marodeur. Dazu haben wir natürlich auch wieder ganz nette Animationen. Sehen beide sehr gut aus. Auf imperialer Seite, das wird das Ganze ein bisschen rot gestaltet sein. Auf republikanischer Seite ist es eine Art blauer Schwung, der eben mit beiden Lichtschwertern auf das Ziel zufliegt. Guckt euch am besten einfach die wunderschönen GIFs an. Finde ich sehr gut dargestellt Ja, und sehr gut gemacht haben irgendwie sie. erinnert mich das an irgendwas. Ich weiß nicht, diese Handbewegung. An irgendwas erinnert mich das auch. Sieht so aus, als würde man links und rechts eine Frisbee in der Hand haben und Ich nach weiß unten es, ich werfen. weiß es. Also wirfst du auch dein Lichtschwert, deine Lichtschwerter. Ah, Der tatsächlich. Doppellichtschwertwurf, der Ja, Doppellichtschwertwurf stimmt. sieht so aus. Wunderbar. Na, Gut. und also ich finde es trotzdem sehr schön gemacht. Ist wieder schön was fürs Auge. Die Explosion wird schwach und normale Feinde 15 Sekunden lang, aber das ist ja auch schon beim Klingensturm bzw. Machtschrei so. Dann haben wir eben noch eine neue passive Fähigkeit, welche den von Klingsturm und Sturmhieb gebrauchten Fokus während der Verwendung und von Zen um 1 reduziert. Heißt, wir benutzen Zen und verbrauchen weniger Fokus bei dem Ganzen. Ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, klasse. Dann haben wir noch was anderes, dieser Präzisionshieb. Das ist das, was eben bisher eine Rüstungsreduktion auf das Ziel gebracht hat. Oder ich ignoriere mit Schlägen mehr Rüstung. Hat vorher eine allgemeine Abklingzeit, hat vor die allgemeine Abklingzeit ignoriert. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber der Schaden von Präzisionshieb wurde erhöht und der Rüstungsdurchschlagseffekt ist jetzt für 6 Sekunden erhöht und nicht wie vorher nur um 4,5. Und da haben sie jetzt auch nochmal gesagt, zusammen eben mit den Änderungen bei der Schnelligkeit, die durchgenommen werden, sind Kampfwächter da auch sehr effektiv und Präzisionshieb kann sehr gut eben in die Rotation eingebaut werden. Dann haben wir Konzentration, das ist eben der neue Name für den rechten Baum, das ist eben ehemals Fokus gewesen und da bekommen wir zwei neue aktive Fähigkeiten. Ich gehe davon aus, dass eben zwei neue aktive Fähigkeiten eingebracht werden, um das eben konkurrenzfähig zu machen, diese Skillung. Ich habe mal geschaut, das ist auf DiveHero auch ganz nett dargestellt, wie effektiv denn die Skillung ist. Und da wird das Ganze in einem Rating von 1 bis 10 dargestellt. Und da sind im Kampf und Watchman-Skillung momentan bei ja 9 und 9 ist eben fast sehr gut. Und die Fokus-Skillung ist bei 5. Ist natürlich sehr schlecht, hat einen sehr guten AOE-Schaden gemacht, aber eben wirklich so gut wie kein Single-Target-Schaden. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nie gespielt, die Ich auch nicht. Aufzählung. Nein, weiß nicht, beim Jugger wollte ich es mal ausprobieren. Da hat es mir, fand ich es aber einfach doof, weil mir dann die 3% Hit gefehlt haben. Naja, ist dann eben der Fall. Die andere Skillung hat, glaube ich, sowieso mehr Schaden gemacht. Ich habe auch nie wen anders mit dieser Skillung gesehen und habe auch nie einen Maro mit einer Konzentrationsskillung gesehen. Also nicht Konzentration, Raserei. sondern Raserei. Wir erhalten die zwei neuen aktive Fähigkeiten. Einmal fokussierter Ausbruch. Das ist einfach eine starke Salve aus Machtenergie, die Kinetikschaden verursacht. Und dann haben wir noch fokussierter Schnitt. Das ist einfach ein, macht erheblichen Waffenschaden. Einfach ein ganz normaler Waffenangriff. Aber Können wir auch ziemlich noch. heftigen Schaden macht. Ja, Also wenn man das richtig. mal im Stream sieht, wir haben Ja. ja schon seit längerem erfahren, dass sie im Addon generell den Schaden runterfahren wollten ein bisschen. Ja gut, und wenn ich jetzt hier mal gucke,
Wächter macht der Crit hier, glaube ich. Ist das ein Crit? Das ist ein Crit. Ja, es ist ein, ich glaube, auf dem fokussierten Schnitt Ding, beziehungsweise rasender Angriff, da ist es ein Crit mit 8753. Und dann noch ein 1026er von der Offhand hinterher. Das heißt, da sind wir richtig schon bei 10k fast. Und und ich habe gesehen beim Juggernaut, der hat ja denselbe Skill auch. Ja. Da ging's, da hatten sie, meine ich, im Stream sogar einen Crit, der über 10k ging. Ja, ist natürlich auch gut möglich, ne? Wie gesagt, es soll eben konkurrenzfähig gemacht werden. Sie haben sie auch gesagt, dass alle Skillungen da eben konkurrenzfähig sein sollen. Worauf ich jetzt noch gar nicht so eingegangen bin, war eben wütender Ausbruch, beziehungsweise fokussierter Ausbruch. Da haben wir ja auch einen dicken, fetten Crit. Geht auch an die 8,6k. Stimmt. Bei dem Imperialen ist das zu sehen. Ist natürlich auch sehr nett, ne? Wenn du überlegst, du hast zwei neue Fähigkeiten, die wirklich mega viel Schaden raushauen. Das ist eine super Sache. Und außerdem sieht es cool aus. Vor allem, muss ich sagen, wieder auf Rep-Seite. Du schießt eben so wirbelnde Dinger darauf zu. Ja, das ist auf Imp-Seite genau dasselbe, nur sieht man nicht so gut, weil es halt rot ist, ne, statt blau. Ja, ja, das Blaue setzt sich dort ein bisschen besser ab. Richtig. Aber auf jeden Fall wieder auch ganz nett gemacht. Ne? Das sieht so aus, als würde die Energie so aus den Fingerspitzen schießen und dann so kleine einzelne Nadeln irgendwie so auf das Ziel sehr nett, auf jeden gebracht Fall werden. Ja, finde ich auch sehr nett. Richtig. Dann haben wir eben auch noch etwas hier, die Konzentrationsfähigkeiten, die eben Machtschwung. Machtschwung ist der Stamp, hätte ich jetzt beinahe gesagt, unser AOE-Schaden. Ja, warte, muss ich ganz kurz überlegen. Wie war denn das? Hatten sie auch, ich muss ganz kurz überlegen, das hatten sie nämlich auch im Stream gezeigt. Sie hatten bei den Konzentrationsdingern mal kurz überlegen. Betreffen nun. Ach genau. Genau, jetzt habe ich es jetzt genau. Die Konzentrationsfähigkeiten, die Machtschwung betreffen. Betreffen jetzt eben auch fokussierten Ausbruch. Was eben auch dazu führt, dass diese beiden Skills, eben auch Machtschwung und fokussierter Ausbruch, in die Rotation eingebaut werden können. Und was noch dazu kommt, was das Ganze, denke ich, dann wieder fürs PvP ganz gut macht, ist eben, dass man zusätzlich Death bekommt, wenn man eins von beidem einsetzt. Da war nämlich auch dieses mit diesem Bugfound, was sie gesagt haben, da hat er nämlich die Haltung noch nicht angehabt und wollte nämlich zeigen, dass das Ganze um 5% erhöht wird. Stimmt. Ne? Ja. Und deswegen musste ich gerade kurz überlegen, Entschuldigung dafür, da haben wir eben 5% mehr Death. Schlecht ist es nicht. Nee, definitiv nicht. Für PvP ist Dev immer gut, ne? Tatsächlich. Ja. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu ein paar Funktionen. Da haben wir jetzt zum Beispiel sowas, was auch wir in anderen Richtungen schon gesehen haben und was wir auch noch nächste Woche sehen werden. Wir haben hier aufhebende Tarnung. Das ist eben das Machttarnung. Das ist ja der Marodeur bzw. Wächter-Stealth. Mhm. Bei Aktivierung entfernt er alle möglichen reinigenden Effekte. Mein Gott, ist ein schwieriger Satz, ne? Und also es werden eben alle Effekte gereinigt, die gereinigt werden können. Punkt. Wenn man Machttarnung benutzt. Macht ja auch durchaus Sinn, denn ansonsten ist man ja nach einer Sekunde, wenn Dot tickt, sofort wieder raus. Im PvP, wenn ich das richtig verstanden habe, werden Spieler Teile dadurch nicht gereinigt, oder? Doch. Wenn das ein Purge-Skill ist, dann schon. Also es ging ja darum, ich weiß nicht, ob sie was anderweitiges im Stream gesagt haben, das habe ich nicht gehört, oder ob da was anderes in dem Talent steht, aber normalerweise ist es so, dass die PvP, also im PvP nur die Spielerreinigung nicht mehr funktioniert mit Dots. Ja. Ja, das heißt, der normale, also Heilung beim Söldner zum Beispiel, oder wie auch immer diese Effekte heißen, die negative Sachen vom Verbündeten zieht, entfernen. Also das heißt, ich kann nicht mehr als Spieler A von Spieler B die Dots entfernen. Aber ich kann natürlich trotzdem weiterhin, wenn ich meinen Machtschleier anschmeiße als Attentäter zum Beispiel, oder halt meine Bubble als Gelehrter bzw. Hexer, das entfernt trotzdem weiterhin. Dann habe ich es einfach nur falsch verstanden. Dann finde ich auch noch was, geht wieder in Richtung PvP ganz nett. Gerechte Verfolgung heißt die Funktion. Verbraucht zwei Fokus weniger, also Beinhieb verbraucht zwei Fokus weniger. Und wenn Beinhieb bei einem Ziel eingesetzt wird, was schon von Beinhieb betroffen ist und eben schon verlangsamt ist, wird es zusätzlich 3 Sekunden gelähmt.
Ah, Das kann interessant. aber nur einmal alle 10 Sekunden auftreten, aber trotzdem einfach eine Lähmung von 3 Sekunden, die kann schon nervig sein, wenn du noch einen anderen Stun hast, ne? Ja, denk mal ans Huttenball alleine. Oh Gott, ja, das ist wirklich. Also, wie war das? Bei irgendeiner Besprechung ist doch der eine rausgekommen, der immer gesagt, boah, diese Klasse ist so OP. Wer war das Ja. nochmal? Der Masko war Der das. Masko war Ja. es, ne? Ja, wir sehen es jetzt auch, aber ich denke, das wird sich alles komplett ausgleichen. Ja, jede Klasse kriegt irgendwie was dazu, wo man denkt, Mensch, das ist OP. Na gut, wenn alle Klassen OP sind, dann ist keine OP, ne? Also von Ja, daher. richtig. Ich bin sehr gespannt, wie sich das vor allem in den ersten Wochen vom Balancing her verhalten wird. Sie haben ja auch gesagt, teilweise auch in diesem Stream, bei manchen Sachen lassen Sie es jetzt erstmal so. Es kann aber sein, dass es sich in den ersten Wochen nach Release noch ein bisschen ändert. Das werden Sie beobachten und gucken, ob das nicht vielleicht zu stark ist und dann halt noch entsprechend Anpassungen vornehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir in den ersten Wochen viele Hotfixes in der Richtung sehen werden. Mit Sicherheit gehe ich auch von aus, ja. Jetzt wollte ich eben noch was sagen, aber jetzt ist es wieder weg. Vielleicht fällt es mir noch wieder ein. Ja, hast du noch eine Anmerkung zum Wächter, irgendeine interessante Funktion, die du gefunden hast, die du sehr interessant findest, die du gerne ansprechen möchtest? Nö, es ist viel Standardkram dabei, ne? Also viele Funktionen sind auch Sachen, die wir schon aus dem Talentsystem kennen. Richtig, aber einfach eben aus diesem Disziplinbaum in die Fähigkeiten gepackt wurden, um es alternativ skillen zu können. Richtig, Und eben richtig. je nach Kampf kann man die dann, denke ich mal, anwenden, weil es wird natürlich sehr einfach sein, einfach die Disziplinen auszuwählen, die Fähigkeit, die Funktionen auszuwählen, ne? Also mir ist aufgefallen, dass bei viele von diesen Funktionen einfach nur auch Cooldowns reduzieren oder Dauern erhöhen von irgendwas. Also da ist jetzt nicht so unglaublich Spannendes dabei. Ich weiß gar nicht, gut, es gibt hier jetzt auch nicht irgendwie diese Utility, die wir jetzt bei den anderen Klassen hatten, von wegen, wir können im Laufen was casten, weil wir Nee, eigentlich kaum nee. was haben, was irgendwie kanalisiert werden muss. Ne? Wir haben da unseren Hieb, Meisterschlag, ne? Ja, Meisterschlag heißt er, beziehungsweise korrekt. auf Imp-Seite heißt er Ja, Verwüsten, aber ne? der ist ja relativ kurz, der wird relativ selten eingesetzt. Also man muss ihn schon auf Cooldown halten. Aber dafür extra was im Laufen Ja. einzuführen, halte ich für überflüssig. Vielleicht noch eine interessante Anmerkung zu Machtwürgen, Ja. beziehungsweise auf Rap-Seite weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es heißt. Machtstasis. Ja, das hat eine viel kürzere Castzeit jetzt. Das heißt, Ja. man muss das nicht mehr die ganze Zeit kanalisieren, während der Gegner gewirkt ist, sondern ich glaube nur noch 1,5 Sekunden. Und Und den danach kann Rest. man halt anderweitig auf Schaden machen Das ist gut. verwenden oder Das ist sehr ähnliches. nett, ja. Dann, weil zum Schaden machen an sich hat ja die Fähigkeit bisher absolut keinen Sinn gehabt als Wächter. Als Stun natürlich wunderbar Ja. einsetzbar, ne, zum Unterbrechen, was weiß ich, Festungen oder ähnliches oder Als Palast. Juggernaut-Tank hat es natürlich einen großen Vorteil. Das ist richtig. Da hast du ja sowieso schon keine Castzeit mehr, wenn du das Tank, wenn du Richtig. das skillst. Da ist das sicherlich sehr wichtig. Aber auch so jetzt für einen Wächter müsste man sich mal anschauen, ob es dann vielleicht sogar Sinn macht, das Ganze mit in eine Rotation einzubinden, wenn man das nur 1,5 Sekunden castet und dann trotzdem für, wie auch immer lang der in der Luft hängt, 4, 5 Sekunden, ich weiß es gar nicht genau, Schaden erleidet. Gut, das wäre noch so eine Anmerkung, die mir so eingefallen ist. Gilt natürlich für den Juggernaut dann in den anderen Disziplinen, außer Tank genauso. Ist in Ordnung. Dann wollen wir jetzt auch mit dem gleich mal weitermachen, wenn es dir recht ist. Natürlich. Gut. Wir haben erstmal ganz kurz was eben auch, dass wir eben erzählen, oder dass eben erzählt wurde, dass die Bäume jetzt aneinander angepasst werden, weil eben der Vergeltungsbaum und sowas exklusiv, also die Wut und Fokus, also Fokus und Wachsamkeit ist es ja auf Rap-Seite, Vergeltung und Wut auf Imp-Seite. Das Ganze soll jetzt natürlich auch wieder angepasst werden, dass die beiden auf einem Level sind vom Schaden her, was ich natürlich auch wieder sehr befürworte. Dass eben zum Beispiel die verbrauchte Wut verringert werden soll und der verursachte Schaden erhöht werden soll. Zum Beispiel eben, dass Vergeltung jetzt nun weniger Wut verbraucht und bösartiger Hieb mehr Schaden verursacht. Wie gesagt, wir sprechen jetzt beim Juggernaut, beziehungsweise Hüter sprechen wir über den Juggernaut. Da muss man natürlich sich das Äquivalent des Hüters wieder anschauen. Genau. Ich mache das natürlich jetzt, weil wir beide einen Juggernaut haben, dass wir uns da ein bisschen besser drüber unterhalten können. Dann war ja auch noch was mit Riposte.
Da muss ich jetzt nochmal ganz kurz schauen. Ich glaube, beim Juggernaut hieß es Vergeltung. Ja, ich glaube. Ja, da hatten wir etwas. Genau, da hatten wir es. Die Soresu-Form ist dort die Tankhaltung und immer wenn man abwehrt, ablenkt, ausweicht oder der feindliche Angriff missglückt, dann können wir Vergeltung einsetzen. Und wenn wir nicht in der Soresu-Form sind, dann können wir Vergeltung bzw. Riposte einsetzen, wenn wir den Gegner nicht treffen. Also wird das, denke ich mal, im PvP relativ sinnvoll sein. Genau, im PvE sollte man Ne? ja eh am Hitcap sein und Natürlich. dann trifft man eigentlich immer, außer es gibt irgendeine Bossmechanik, die das Ganze verhindert. Und Richtig. ja, da hast du schon recht, wird PvP wahrscheinlich das Wichtige Richtig. sein dafür. Ja. Dann haben wir jetzt eben auch noch ein paar allgemeine neue passive Fähigkeiten, die den kompletten Juggernaut betreffen. Das ist einmal wütender Angriff. Das verringert eben die Abklingzeit von Ansturmspalten und der Aegis-Sturm um 3 Sekunden und erhöht die generierte Macht dadurch um 2. Was Aegis-Sturm ist, da kommen wir gleich zu bei der Unsterblichkeitsskillung, bei der Unsterblichkeitsdisziplin, beziehungsweise das ist die Tankskillung. Und dann haben wir eben auch noch die Einhand-Lichtschwert-Beherrschung. Die existiert zwar, steht die in irgendeiner Art und Weise schon? Nein, die kann nicht existieren in irgendeiner Art und Weise, weil sie ja neu ist, Entschuldigung. Je nach Lichtschwerthaltung wird eben unser Schaden oder irgendwas noch weiter erhöht. Allgemein wird erstmal der verursachte Waffenschaden um 20% erhöht und gewährt dann nochmal einen zusätzlichen Bonus basierend auf der Lichtschwertform. Bei der Shichou-Form wird der gesamte verursachte Machtschaden um 5% erhöht. Bei der Xien-Form wird der gesamte Nahkampfschaden um 5% erhöht. Und bei der Soresu-Form wird die Nahkampf- und Fernkampfverteidigung um 3% erhöht. Und dann wird zusätzlich noch von Zerschlagen, das ist der Stamp, und durchschlagender Hieb ist dieser, den eben auch alle Juggernauts haben, um ein bisschen AOE-Schaden zu machen, wird die erzeugte Bedrohung um 30% erhöht, einfach um das Gruppentanken, denke ich, ein bisschen zu vereinfachen, was ja momentan auch noch so ein minimales Problem ist. Ja, vermutlich werden ja die Gruppen auch größer werden, das haben wir schon Ja. öfters besprochen, ne? Ja. Man kann ja auch wieder in den Utilities, also in den Funktionen, skillen, dass der AE-Schaden um 25%, glaube ich, erhöht wird von diesem entsprechenden Hieb, den du gerade genannt hast. Und ja, dann wird das wahrscheinlich relativ wichtig sein im Addon. Ja. Was jetzt noch dazu kommt, ist eben, dass in der Soresu-Form, in der Tank-Form die Präzision um 10% erhöht wird. Und der Juggernaut erhält, wenn diese Form aktiv ist, 10% weniger Schaden. Verspotten, bedrohlicher Schrei, also eben die ganzen und der AOE-Spot können eben verfehlen, wenn es eben irgendwie das Ganze zugelassen ist. Im PvP, genau das hatten sie gesagt, nur im PvP kann es verfehlen, ne? Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Ich meine, mich zu erinnern, dass in der Form nicht der erlittene Schaden reduziert wird, sondern der verursachte Schaden um 10%. Also nochmal kurz gucken, ob dem so Ach, ist. Entschuldigung, nein, ja, der Verursachte, ja. Ich hab's auch gerade falsch im Kopf gehabt. Genau, Hast recht. das ist natürlich der Grund, weil du ja durch die Tank-Stance sofort am Hitcap bist Ja. und dadurch soll natürlich vermieden werden, dass man dann halt die Tank-Stance benutzt, obwohl man vielleicht DD ist. Richtig. Damit man dann am Hitcap ist. Das kann im PvP verfehlen, weil es natürlich Skills gibt, die die Verteidigungschance von Spielern mehr als diese 10% erhöhen. Ja. Im PvE kann es nur verfehlen dann, also es geht vor allem auch um das Spotten, ne? Das kann dann halt Ja. im PvE nur verfehlen, wenn es halt wirklich von der Bossmechanik so ist, dass der auch seine Verteidigungschance halt mehr als diese 10% erhöht. Ob dem so Richtig. ist, keine Ahnung, aber normalerweise sollte das dann nicht passieren im PvE. Richtig. Ja, dann kam eben auch noch dazu, dass eben die Unsterblichkeitsdisziplin ein bisschen umgebastelt wurde, damit man früher vernünftig tanken kann. Und dementsprechend kommen wir jetzt auch direkt zu der Unsterblichkeitsdisziplin. Uns wird jetzt das Ansturmspalten ersetzt. Das ist das, was bisher immer so 6 Wut erzeugte und dadurch, da kommen wir jetzt, bekommen wir jetzt Aegis-Sturm für. Wenn wir Aegis-Sturm benutzen, wird unsere Schadensreduktion um 3% erhöht. Schon mal sehr cool, ist ein Vorteil gegenüber dem Ansturmspalten, haben wir nämlich momentan nicht. Und es erzeugt zusätzlich 6 Wut. Vorher hatten wir mit dem Ansturmspalten auch nur einen großen Schlag, der Schaden auf den Gegner macht. Und mit dem Aegis-Sturm haben wir jetzt ein kleinen, schnell, sind es eben mehrere schnellere
Nahkampfangriff im Stream und jetzt auch eben auf den GIFs sieht es einfach nach zwei, drei kleinen Schlägen aus. Einmal von unten, Ja, einmal von oben so ein genau. bisschen, ne? Aber ein bisschen drauf eingeprügelt, finde ich eben auch wieder ein kleines Schmankerl für einen Tank, finde ich auch ganz in Ordnung. Ja, es macht auch irgendwie den Tank ein bisschen schneller, den Juggernaut an sich von den Schlägen ein bisschen schneller. Der Juggernaut Richtig. schlägt ja immer so zu, als hätte er, weiß nicht, so ein 10-Tonnen-Schwert in der Hand, finde Ja, ich. richtig. Und das bringt vielleicht ein bisschen mehr Dynamik rein. Also vom Er wirkt Schaden macht es einfach halt immer sehr dann, träge, ne? genau, vom Schaden macht es dann wohl keinen Unterschied. Aber ganz wichtig, diese Schadensreduktion, ne, 20 Sekunden lang um 3%, also muss das Ganze wahrscheinlich auf Cooldown gehalten werden und dann hat man den ganzen Kampf über 3% mehr Schadensreduktion. Wir haben aber doch eine kleine andere Änderung, denn diese Fähigkeit, also das mit der Schadensreduktion, war vorher beim erdrückenden Schlag. Das war, glaube ich, das ist das momentane Endtalent. Und das wurde jetzt eben beim erdrückenden Schlag entfernt, dem Aegis-Sturm hinzugefügt. Und der erdrückende Schlag reduziert jetzt den verursachten Macht- und Tech-Schaden von Zielen. Ja, genau. Ne? Und das ist natürlich auch super nochmal dazu. Und ganz spannend an dieser Stelle auch noch, wenn man dieses Aegis Assault, also das ist der Aegis Sturm, den Effekt davon gerade aktiv hat, dann trifft dieser, wie heißt er auf Deutsch? Crushing Bow, das Endtalent. Crushing Blow, du hast es gerade gesagt, hast Erdrückender vergessen. Schlag. Erdrückender Schlag, genau. Erdrückender Schlag, ja. Bis zu 7 zusätzliche Feinde noch, die in der Nähe stehen. Top, das ist natürlich auch wieder genial, weil momentan sind es sehr wenig, ne? Ja, Zwei oder richtig. drei, dann trifft er dann immer. Es ist ein bisschen nervig. Und ist es auch noch, vielleicht auch noch mal als Anmerkung, es ist ein intelligenter Schlag, weil der trifft dabei auch keine CC-Ziele. Das ist super. Das ist echt top, ja. Da hat man ja auch immer das Problem gehabt, das ist ja auch wie heißt das, Attentäter, auch immer ein Problem mit dem Endtalent. Ja, Dann hast genau. du einfach Probleme mit dem AOE-Tanken. Aber es ist natürlich auch ganz nett, dass man da diese Information mal bekommt. Dann wird ja der CC auch wieder ein bisschen in den Fokus rücken. Das hoffe ich ja sehr. Also das letzte Mal, als ich CC habe, Das ist weiß ich ein bisschen nicht, her, oder? ein bisschen her. Ich glaube, es war in der Insel damals. Das ist gut möglich. Und seitdem zu 55er Zeiten in HC Flashpoints, weiß ich nicht. Da hat man vielleicht mal in der Hammer Station, ne, diese eine relativ große Gruppe mit den zwei dicken Ja. Robos, da hat man einen mal von rausgenommen am Anfang, aber dann mit steigendem Gear auch nicht mehr. Ja. Also das würde ich mir schon mal wieder wünschen, dass man dort auch mal in den normalen Taktik, Flashpoints ein bisschen Taktik Taktik, einfach. genau, ein bisschen Ja. Taktik hat und ein bisschen CC'en muss. Ja. Richtig. Dann haben wir jetzt das letzte passive Talent für den Unsterblichkeits-Juggernaut. Das ist einfach nur noch, wenn Aegis-Sturm benutzt wird, dann wird auch die Schildabsorption 20 Sekunden lang um 3% erhöht. Also der wird eigentlich ganz schön mit Def-Fähigkeiten zugemüllt, der Alte. Das Ne? stimmt, das erinnert mich so ein bisschen an Frontkämpfer, beziehungsweise Power Attack, da hat er auch so ein paar Skills, die er auslöst, wodurch er dann eine erhöhte Schildchance hat und so weiter und so Ja. fort. Geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Ja. Jetzt kommen wir zum Vergeltungs-Juggernaut. Und wir erhalten eben eine neue Fähigkeit dort. Nennt sich rachsüchtiges Schmettern bzw. wachsamer Stoß. Und das Ganze ersetzt eben Zerschlagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie es auf Rap-Seite jetzt wieder heißt. Heißt das da auch Zerschlagen? Da fragst du mich was, ich habe keinen Hüter, ich Macht kann es dir nicht sagen. Machtschwung, genau. Machtschwung heißt das Ganze. Ja, wird eben dadurch ersetzt und es wird eben auch als ein mächtiger Ersatz für Zerschlagen genannt. Und wir haben es ja auch schon bei der allgemeinen Vorstellung gehört. Rachsüchtiges Schmettern wird dann wohl auch in die Rotation eingebaut werden können. Es ist einfach eine mächtige Schockwelle, die vom Juggernaut bzw. Hüter ausgeht. Ist natürlich auch wieder sehr schön auf den GIFs zu erkennen. Es knallt richtig ordentlich, es sieht richtig gut aus Ja. und macht Schaden bei bis zu 8 Zielen. Ne? Bester neuer Skill. Also zumindest vom Design her. Ja, Sieht richtig super aus. richtig, Na, einfach also richtig. der Juggernaut bzw. Hüter, der sieht auf beiden gleich aus und ist auch von der Farbgebung ein bisschen anders, Ja. dreht sich einmal so und schmettert danach sein Lichtschwert auf den Boden und man hat so eine dicke, schöne Druckwelle, die von dem Spieler Richtig. abgeht. Sieht ziemlich nice aus. Ja, Gefällt mir sehr gut. definitiv. Definitiv, klar. Was haben wir da noch? Wir haben noch eine passive Fähigkeit, die eben da verursacht, dass dieses rachsüchtige Schmettern alle Blutungseffekte, die ich auf das Ziel gebracht habe, auf allen anderen Zielen verbreitet. Was natürlich auch verdammt OP ist, ne? Wenn du überlegst, du bringst ja drei Blutungseffekte drauf. Du hast einmal den Machtschrei, der bringt einen Blutungseffekt drauf. Und dann noch zwei Schläge. Bei dem einen ist es auch ein passives Talent, das das bringt.
Und bei dem anderen ist es direkt beim Schlag integriert, dass du einen Dot draufbringst. Also du kannst theoretisch drei Dots auf alle anderen Mobs bringen, wenn Ja, du gut, rachsüchtige da Schmetterlinge kommt es dann benutzt. drauf an, ob die Mobs viel HP haben oder nicht, ob das dann sinnvoll ist, aber wenn das Mobs sind, die relativ großen HP-Pool haben, irgendwie im Raid oder sowas, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das ziemlich gut ist. Natürlich, ich denke, das wird immer gut sein, Oder auch bei kleinen Mobs, vor ne? allem auch, stell dir vor, PvP, Zerg in der Mitte, Oh ja. Würfelkrieg oder sowas um eine Kanone und dann kannst du alle Spieler zudotten mit einem Schlag. Nett. Ja, richtig. Was natürlich wichtig ist, es muss die Dots müssen eben auf mindestens einem dieser Mobs erstmal Ja, sein, ne? genau. Ansonsten geht es eben nicht. Das ist ja eigentlich, finde ich, selbsterklärend. Also sonst wäre es ja ganz einfach, du gehst an den Mob ran, machst einmal rachsüchtiges Ja. Schmettern und hast ihn drauf. So soll es ja nun nicht sein, das wäre ja ein bisschen zu einfach. Ja, also denke, das wird gut in die Rotation eingebaut werden können. Fände ich ganz schön, wenn man so einen schönen neuen Skill kriegt, dass man den auch benutzen kann. Dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zur Wutskillung. Das ist ja eben diese ehemals gemeinsame Disziplin von Marodeur und Juggernaut. Und dort erhalten wir eben auch zwei neue Fähigkeiten, eben wütender Ausbruch und rasender Angriff. Ist eben genau das gleiche wie bei der anderen Skillung. Wie schimpft es sich nochmal? Ja, okay, eben fokussierter Ausbruch beim Wächter. Fokussierter Schnitt. Auch beim Wächter. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken, weil ich möchte das jetzt auch noch für den Jugger sagen. Genau, rasender Angriff und wütender Ausbruch war es. Genau, und wir Clean sehen im Burn. Prinzip auch genauso aus, nur dass man halt zuschlägt, nur mit einem Lichtschwert statt Ja, zweien. und wir wechseln eben Und ganz kurz die Hand. Das finde ich nämlich ja, auch ganz nett, ne? das sieht sehr nett aus, Wir ja. machen eben das Ganze so ein bisschen wie Schock. Beim Hexer sieht das für mich so ein bisschen aus. Jetzt das Neue. Da finde ich interessant, dass die Hand aber nur beim Juggernaut gewechselt wird, beim Hüter, haben wir ja keinen Wechsel der Hand. Moment. Doch, klar. Wir reden Der, auch also immer der über Hüter ist denselben noch der. Skill, ne? Der Hüter ist der Rechte. Tatsächlich, ja. Der Hüter ist der Hüter ist der Rechte. Rechte. Und da haben wir doch das Lichtschwert erst in der rechten Hand. Dann wechselt er rüber, packt es ins linke und macht dann seinen Cast und wechselt dann wieder in die rechte. Na gut, aber er hat es doch mit beiden Händen gefasst, oder? Ja, aber normalerweise schlägt er immer mit der rechten Hand zu. Du siehst ja auch unten, zum Beispiel bei dem ganz untersten linken GIF, da siehst du ja auch den Jugger, der hat das ja auch in der rechten Hand. Das ist ja immer die Main Hand. Ja, das stimmt. Wobei, da frage ich mich gerade, hat denn der Hüter immer zwei Hände am Griff? Und der Jugger Fast. nur einen? Er hat oft zwei, zum Beispiel beim Meisterschlag, hat er auf jeden Fall zwei dran. Das Ja, weiß ich. weil da auf meinen GIFs jetzt am Start der Animation der immer beide Hände am Griff hat, ne? Und wenn wir Ja. links gucken, der Juggernaut das immer nur in einer Hand trägt, ja, und nicht beide Hände zum Griff führt. Das müsste man auch mal nachgucken. Das ist nämlich nur das, was mich gerade verwundert hat. Du hast recht, er wechselt dort auch die Hand, aber es sieht quasi beim Juggernaut ein bisschen ja, mehr danach aus, weil er quasi ne, das halt von der einen Ja, Hand in die andere ja. rüberwirft schon fast, ne? Und dann halt diesen Cast nach vorne macht. Ja. Aber gut, sei es drum, ist ja Ja, auch mein vollkommen Gott, ist egal. ja auch nicht so wichtig, genau. Dann haben wir noch bei Wut eine passive Fähigkeit, die eben bewirkt, wenn wir rasender Angriff einsetzen, dass wir eben direkt Vergeltung, also Riposte, hinterherwirken dürfen. Ne? Das ist natürlich, wie gesagt, das ist jetzt Juggernaut exklusiv, wird also, denke ich mal, ganz gut in die Rotation eingebracht. Das denke ich auch. Ja, genau. Dann haben wir noch wütender Ausbruch. Ersetzt zerschlagen bei den Wut-Juggernauts bei der Einzel-Ziel-Rotation. Ich wusste gar nicht, dass das bisher zur Single-Target-Rotation dazugehörte, muss ich ehrlich zugeben, weil ich dieses Killung, wie du auch schon gesagt hast, noch nie gespielt habe. Ich auch nicht mit dem Auf jeden Fall Juggernaut. wird es jetzt aus der Rotation rausgenommen, das Zerschlagen, und man benutzt eben anstatt zerschlagen wütender Ausbruch. Ja. Dann kommen wir noch jetzt ganz kurz zu den Funktionen des Juggernauts und dann haben wir es auch geschafft. Da haben wir auch wieder sowas wie Peitschenhieb heißt es. Das ist eben der Lichtschwertwurf, der ganz normale, mit dem man eben pullen kann oder sowas, der eben auch relativ weit geht. Der lähmt das Ziel 3 Sekunden lang, was natürlich auch wieder ganz cool ist, ne? Das ist auch wieder so ein PvP-Talent irgendwie. Richtig, richtig. Dann haben wir noch hier Schmerz ertragen. Was war denn das? War das das, was einen heilt? Ja. Ja, okay.
Das ist natürlich auch wieder, das ist auch wieder ein super PvP-Talent. Erhöht das Bewegungstempo um 50%. Ach, nee, das ist, Entschuldigung, das ist nicht der, der heilt, sondern nicht das ist der, der den Schaden reduziert, glaube ich. Den Schaden reduziert, okay. Wollte ich auch gerade hinauf. Das ist nicht nur PvP, das ist für mich das beste Talent für meinen Tank. Ja. Wenn ich an Chaka-Kernschmelze denke, an den linken Boss mit seinen bescheuerten Sandsturmgeneratoren, da habe ich als Juggernaut-Tank immer ein großes Problem gehabt, da rechtzeitig hinzulatschen, weil mein Juggernaut-Tank einfach ultra lahmarschig ist. Ja. Und wenn ich dann nicht gerade irgendwie einen hatte, der schnell dahin gelaufen ist und ich den anspringen konnte, ist es mir schon oft passiert, dass ich dort irgendwie einen Augenblick zu spät kam und man dann halt zwei Phasen hatte. Richtig. Mit dem hier, mit dem Talent, konnte ich dann einfach Schmerzertragen anschmeißen und dann renne ich halt wie auch mit meinem Frontcamper, wo ich absolut kein Problem mit dieser Phase habe, weil ich dort einfach Stellung halten anschmeißen kann. Ist beim Asa ja auch so. Macht genau, Sprinten, zack, bist du da. Richtig, ne? Dann ist man da halt fix hingelaufen und jetzt habe ich dadurch halt auch dieselbe Möglichkeit. Finde ich sehr schön. Ja, wie lange hat denn das Cooldown? Ah, eine Minute? Anderthalb? Ich bin mir nicht so sicher. Weiß nicht. Dann hier sowas wie Stellung halten oder so hat ja kürzer, ne? Ja, einen kürzeren Cooldown. Klar, ja, vielleicht kann man das ja auch noch, vielleicht sind ja auch noch wieder irgendwelche anderen Funktionen da, die das auch nochmal verringern. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Und ich wäre dann jetzt auch mit den spannenden Sachen aus meiner Sicht durch. Wenn du nichts mehr hast, dann haben wir die Klassenbesprechung für Wächtermarodeur. Nochmal eine ganz kurze Anmerkung. Ich habe nochmal geguckt. Das ist auch nicht das, wir sind jetzt irgendwie zweimal falsch gegangen. Das ist auch nicht das, was den Schaden reduziert. Okay. Ich dachte nämlich vom Symbol her, das müsste das eigentlich sein, sondern ich habe gerade nochmal geschaut, das ist der Skill, der die maximale Gesundheit um 30% erhöht für 10 Sekunden. Und, stimmt. Und hat einen Cooldown von 60 Sekunden. Okay, das ist in Ordnung. Ja, ist trotzdem nicht schlecht. Hauptsache, es wird irgendwo eingebaut. Ne? So ist es. Die Möglichkeit. Und die Immunität gegen bewegungseinschränkende Effekte ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, gut, und damit wird es natürlich dann auch wiederum das rechten PvP-Skill. Ja. PvP-Talent. Ja. Also auf jeden Fall ein PvP-Talent und PvE mit Sicherheit. Auch nicht schlecht, wenn es nichts Besseres genau, und gibt. Genau, und die wütende Verteidigung, das ist ja nun mal das, was heilt, ne? Da gibt es ja jetzt auch ein Utility, also eine Funktion zu, die dann auch wieder alle entfernbaren Effekte entfernt, wenn sie aktiviert wird. Das geht ja wieder so ein bisschen in dieselbe Richtung, die wir eben auch schon hatten. Ja, ist auch nochmal wieder ganz cool. Ne? Ich denke, das wird auch jede Klasse irgendwie in irgendeiner Art und Weise haben. Ansonsten wäre das mit den Dots auch ein bisschen zu overpowered. Wir hatten schon die Diskussion, dass es dann sonst nur noch Dot-Rolls geben würde, ne? Rumrennen kannst zu dotten. Und das will man natürlich auch nicht erreichen. Und vor allem finde ich ja auch den Aspekt des PvEs da interessant, denn dort da haben sie ja gesagt, da kann man sie bereinigen, ne? PvE, ja, ich glaube. Ja, doch, genau, da hatten sie ja, stimmt, es hieß ja am Anfang, es würde nicht gehen und dann sagten sie wieder, es geht. Gut, ja, nur Player-Dots nicht, genau. Genau, nur Player-Dots nicht, gut. Also damit ist es auch wieder ein PvP-Talent. Ja. Gut, nee, viel mehr fällt mir jetzt auch so generell nicht ein. Es sind halt auch wieder, ich glaube, viele dieser Utilities, vor allem beim Krieger und beim Hüter, beim Krieger und beim Ritter, sind halt irgendwelche, die irgendwie die Cooldowns reduzieren. Ne? Ja, irgendwie 15 Sekunden dort ist dann 50% reduziert. Gibt es alles mögliche. Hier auch, wenn man einen Kampf verlässt, werden irgendwelche Skills, also auch ganz spannend, wenn man den Kampf verlässt, werden die Cooldowns von Unchargen, von Enrage, das ist ja dieses Wutgenerierung, ich weiß nicht, was es im Deutschen heißt, und Lichtschwertwurf sofort um 100% reduziert. Das heißt, wenn man einen Kampf verlässt, kann man die nächste Mobgruppe sofort das wieder anchargen. Das existiert ja momentan auch schon. Das existiert im mittleren Baum momentan, wird oft nicht mitgeskillt. Ich finde es aber eigentlich sehr nützlich. Ja gut, macht ja für mich aber als Tank keinen Sinn, wenn es im mittleren Baum steckt. Ne? Von daher kann ich es ja jetzt durch das Utility-System, und das ist ja gerade der Vorteil daraus, auch erreichen und ist halt zum Tanken wunderbar, weil oft hat man es dann so, dass man keinen Lichtschwertwurf mehr ready hat und Charges auch irgendwie noch auf CD, wenn die vorherige Gruppe relativ schnell gefallen ist. Na gut, und was machst du dann? Muss ja zu Fuß in die Mob-Gruppe laufen, ist auch nicht so toll. Richtig. Naja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also zu Fuß irgendwie reinlaufen ist irgendwie doof. Am besten reinspringen, Lichtschwertreflexion und dann bin ich glücklich. Gut. Dann denke ich, haben wir alles soweit grob natürlich nur besprochen von den Änderungen vom Ritter bzw. vom Krieger mit Patch 3.0. Und ja, dann sind wir auch am Ende des Podcasts angelangt, beziehungsweise am Ende dieser Klassenbesprechung, je nachdem, was ihr hört. Das kommt natürlich wieder zweigeteilt raus.
Da verbleibt mir nur noch, wie immer, darauf zu verweisen, dass ihr uns gerne bewerten könnt, könnt gerne kommentieren und so weiter Sehr und so fort. gerne. Abonnieren auch bei YouTube. Ich habe es schon öfters gesagt, da kommt dann vor allem dann natürlich nach dem Release des Add-ons eine ganze Menge Neues hinzu. Da haben wir auch viel zu tun mit den Klassenguides und was weiß ich. Ja, also da richtig. kommt auf jeden Fall dann wieder eine Menge. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, noch schöne 8 Tage, in denen ihr noch irgendwas Sinnvolles in SWTOR fürs Addon machen könnt. Noch eine Klasse hochziehen, irgendwelche Berufe hochziehen, Datacons sammeln. Ja. Müssten wir theoretisch auch nochmal machen. Theoretisch, ja. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche mit dem letzten Podcast vorm Addon wieder. Ja, ich wünsche euch auch eine schöne Woche in SWTOR und natürlich auch im Real Life. Seht zu, dass ihr das Wetter noch ein bisschen genießt. Nächste Woche gibt es einen neuen Wetterbericht von mir. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.